Mit dem Daniel Craig war es natürlich ganz besonders, weil mit dem Daniel Craig bin ich auch mit den Autos gefahren, was er kriegte da in Newport Technics, sind oder Roundabouts. Und ich liebe Roundabouts, wenn sie leer sind. Also Roundabouts, wenn sie voll sind, ist nichts. Aber wenn sie leer sind, dann kannst du, auch wenn einzelne Autos kommen, du kannst ja das richtig taxieren, kannst da drauf zufahren und dann aber mit Fullspeed da reinfahren. Und ich habe den Daniel Craig im Auto da drin. Ich fahre da und mache mal auch wieder zweiter Gang Roundabout drin und fahre das Ding raus, nächstes gerade, kommt hinten Polizei, Blaulicht. Halte ich natürlich, haben wir anhalten, sagt der Polizist. Das Auto hat so geklungen, als ob sie sehr schnell gefahren wären. Er hat dann nicht gestoppt gehabt, sondern einfach, weil das eigentlich, wenn du die Drosselklappe aufmachst und im zweiten Gang Vollgas gibst, dann da ist was drin. Natürlich war ich schnell. Aber so, sage ich, das liegt aber an dem Auto, der hat ja sowieso Drosselklappe, ich bin da vorne und so. Und wenn Sie daran interessiert wären, wäre Sie gerne mal ein, dass Sie mal ins Werk kommen und mal das angucken, wie das Ganze geht. Okay, langsam fahr so weiter. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu Teil 2 mit Dr. Ulrich Betz. Über seine Anfänge in der Autoentwicklung bei Porsche und BMW haben wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Die fast versehentliche Entstehung des BMW Z1, warum es unter ihm als Entwicklungsvorstand bei Porsche seinerzeit doch nicht zum Viertürer gekommen ist und er auch nach dem Stopp des Projekts obendrein ohne Job dastand. Einer ganz besonderen Herausforderung hat Dr. Betz sich danach gestellt und das macht diese Folge so interessant, denn er kann nicht nur Luxusautos, sondern auch das andere Ende der Preisskala und das hat er bei Deo in Korea bewiesen. Mit Aston Martin hat er dann seine Karriere gekrönt und was sicher die wenigsten wissen, um ein Haar hätte er selbst den ganzen Laden irgendwann gekauft. Wie das gelaufen ist und warum es nicht geklappt hat, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß mit Dr. Ulrich Betz. In Korea war das so, ich habe zwar hier jemanden getroffen, den die da rüber geschickt haben, mit dem habe ich gesprochen und der hat mich eingeladen, nach Korea zu gehen. Okay. Also dort den Chairman zu treffen. Der Chairman von Daewoo damals, da gab es vier, da gab es Samsung, Hyundai, Lucky Goldstar, Daewoo, da war Kia, war da noch gar nichts dazu. War vier so ganz große Chaebols, 300.000 Mitarbeiter und so weiter. Den da drüben zu treffen, fährst da hin. Und im Grundsatz, wir haben 5 Minuten gebraucht. Obwohl das eine ganz andere Kultur ist, ein ganz anders konfuzianischer Stil und alles. Mhm. Wir haben im Prinzip 5 Minuten gebraucht. Der plus 2 Minuten hat gesagt, okay, das passt. Mit dem kann ich und ich auch. Wir waren uns ein paar Details haben wir besprochen irgendwo, waren wir uns einig. Und dann bin ich mit Sack und Pack, mit Frau und Kind, im Flugzeug nach Korea, ins Hotel. Und dann haben wir dort zuerst einmal geguckt, dass wir ein Haus irgendwo kriegen, ein Haus gemietet und dann haben wir Möbel gekauft und Fernseher gekauft und alles. Und ganz toll, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da gehen wir da in den Kaufhäusern, das sind ja alles Franchises, die da drin sind, da kannst du praktisch alles kriegen, gehst da hin, suchst es raus, machst einen Termin aus, wenn die liefern, so wie heute, also Mittwochmittag, 15 Uhr. Der nächste kommt 16 Uhr, 17 Uhr, dann machst du das in 4 Wochen. Und an dem Tag, die kommen alle zu der Zeit, wo sie das gesagt haben. Da bist du, oder nachher an 2 Tagen, die kommen alle, wenn du das bei uns machst, in Deutschland machst. Da bist du aufgemissen, 3 Monaten oder nicht, oder vielleicht auch, haben wir jetzt gerade keine Zeit. Das war sowas von beeindruckend, wie das da abgelaufen ist. Also war ganz toll. Okay. Und natürlich waren wir in Korea, wenn du direkt mit dem Chairman dort arbeitest, da bist du natürlich etwas, da bist du bei den Botschaften etwas, da bist du bei den Banken etwas, da bist du in den Hotels. Uns haben ja das Hilton Hotel hat im Deo gehört zum Beispiel. Da haben wir alle Leute, die im Einladen waren, im Hilton oben zum, die oberste Stock war. Business, ja. Und das war schon eine tolle Geschichte. Nicht? Wie hat Ihre Frau reagiert anfänglich? Naja, sie geht mit. War eigentlich auch wenn man sie natürlich erzählt wird und sagt, da steige ich da drüben mit meiner Koffer in der Hand, mir nichts dabei, steige ich da drüben, da muss ich sagen, jetzt was passiert da hier? Ich sage, wie machst du das? Überhaupt, also wirklich kein Problem von dort gewesen, hätte natürlich ein Problem sein können.
Aber klar, mit dem Background von der Firma her ging sowieso alles. Wenn dann die Sekretärin, die ich dann gekriegt habe, die sehr gut Englisch gesprochen hat, der Koreanerin, wenn die irgendwo angerufen hat, ist sowieso alles gelaufen. Selbst die Visas, und das hat man sich ja nicht darum gekümmert, sondern das haben die alles gemacht. Alles war schon eine gute Geschichte, muss ich sagen. Und wir haben ja tolle Autos gemacht da hinten. Der Schwarze, der da oben hängt. Ja. Das war ein Showcar, das ich gemacht habe mit IDEA auf der Basis von dem Lanus. Das war der kleine, das war der Golf, der Opel Kadett Verschnitt. Und unten, den sieht man jetzt nicht, das sieht man durch das Fenster durch. Ja. Das war ein Showcar von IDEA. Das Ding ist jetzt 25, 27 Jahre alt. Wenn man das anguckt, das ist ein Auto, das würde ich heute sofort gerade kaufen. Da sind, sag mal, die Seitenscheiben sind jetzt da noch nicht ganz gelöst da drin, aber von der Form her ist das ein Auto, das du heute kaufen kannst. Also wir haben da auch schon ganz gute Sachen gemacht. Ich habe ja dann in Korea natürlich auch zum Beispiel etwas ganz Wichtiges lernen müssen, wenn wir über künstliche Intelligenz reden. Künstliche Intelligenz ist ja Datensammlung und dann die Daten verarbeiten mit dem Computer und der sagt dann irgendwas. Das haben wir damals noch nicht so künstliche Intelligenz gehabt, aber wir haben Daten gesammelt. Die Koreaner haben über Fahrwerke, die haben solche Bücher gehabt mit Daten von ihren Fahrwerken. Die haben alles gemessen, was man messen kann. Aber sie wussten im Endeffekt nicht, was man damit macht. Das ist genau der Punkt mit den Algorithmen, die irgendwo da drin sind. Und ich konnte da natürlich ziemlich, ziemlich gut und ziemlich viel was dazu machen. Und vor allen Dingen dann, was die Qualität der Autos, die Bauqualität dann mit der Produktion, was die machen müssen, damit die Autos in der Qualität da richtig sind. Und der Matisse, das war auch so eine Riesengeschichte. Asien braucht solche kleinen Autos, auch schmale Autos, die auch steuerlich begünstigt sind und in den schmalen Straßen und. So, und das war das Thema, wir brauchen ein kleines Auto. Ja, von Suzuki gibt es sowas und so. Und dann habe ich bei irgendeinem Turiner Autosalon, war das immer so, dass die italienischen Designer für Fiat oder für die Gruppe Fiat Showcars gemacht haben. Und das war Fiat 500 Nachfolger, Luciola von Ciucciaro. Und das Ding habe ich gesehen und dann hat Fiat entschieden, das wollen wir nicht. Damit war der Ciucciaro frei mit dem Auto. Und ich habe meinem Chairman gesagt, das ist es. Das Auto müssen wir machen. Und dann sind wir da hingefahren, haben das angeguckt und dann haben wir mit dem Verträge gemacht. Und Italdesign hat das ganze Auto entwickelt, den Matisse. Und ich habe darauf bestanden, was wir alles was unten drin ist, an Technik, an Pedalerie und das, wir haben ja Dinge gehabt, dass da nicht alles neu erfunden worden ist, sondern dass wir dort, wo es nicht kundenrelevant war, dass das alles bleibt, wie das so vorher war und damit die Kosten praktisch hingekriegt hat. Also das heißt, ich habe mit dem Matisse ein attraktives, kleines Auto gehabt, vom Design her, außen und innen und unten drunter eine einfache Technik gehabt, die aber gut funktioniert hat, die es erlaubt hat, dass das Auto mit 4.500 Dollar auch noch Geld verdient hat und 7 Tage die Woche führend in 3-Schicht-Betrieb produziert worden ist. Das war unglaublich. In Italien war es Auto des Jahres, in England war es mal Auto des Jahres von den Kleinen. In Italien Auto des Jahres, wo Fiat das abgelehnt hat. Mensch, das muss ja ein Schlag gewesen sein. Natürlich war das. Und nachher ist natürlich Fiat anschließend gekommen und hat gesagt zu Ciucciaro, wieso hast du das Auto dahergegeben? Weil das war schon eine schwierige Situation. Aber der Italdesign ist immer noch, der hat auch so ein Ständigen, dass er da sagen kann, Leute, ihr wolltet das nicht, ich habe es euch vorgestellt, ihr wolltet das nicht haben, ich bin frei und jetzt sieht man das, was wir da aus dem Thema machen können. Wir haben später dort mit Fiat viel verhandelt, ich wollte eigentlich den Lancia Thema kaufen, als großes Auto, waren wir ziemlich, ziemlich weit im Verhandeln. Also, kleines Auto, dann haben wir den Lanus gehabt, dann haben wir den Nubira gehabt, das war der größere und den Leganza darüber der Ciucciaro gemacht hat, also ein viertüriges, coupéartiges Auto. Wir haben in 3,5 Jahren 4 neue Autos gemacht. Ich war dabei, Kia zu kaufen. In dem 4. Jahr waren wir die Nummer 1 in Korea und ja, dann kam halt das politische Problem mit der EU, dass mein Chairman öffentlich den damaligen Präsidenten angegangen ist, großes Podium aufstehen und den angegangen ist.
Alles in Koreanisch, ich spreche kein Koreanisch, aber ich habe gewusst, um was es dreht. Du kriegst das, mit der Zeit kriegst du mit, was die Leute reden, auch wenn du das nicht ansprachst. Hat den angegangen, er wollte selber Präsident werden und hat den natürlich nicht nur gesagt, ich will Präsident werden, sondern was er für ein Schwachkopf eigentlich ist, mhm. wie das sein, was man öffentlich schlecht tun kann. Sie dürfen ihr Gesicht nicht verlieren. Am nächsten Tag hat das Government die Garantien, die Kreditgarantien, die Garantien auf gecancelt, also aufgehoben. Das heißt, die Deutsche Bank, die da, sagen wir mal, 3 oder 4 Milliarden an die EU für ein 0,5% gegeben hat, ja, hat 15% gekostet oder 16% gekostet, dann war die Firma innerhalb von 3 Monaten war die Firma tot und bankrott. Und so ist das die EU kaputt gegangen. Also ich habe mich mit dem Chairman Kim später nochmal getroffen in London, weil wir ein gutes Verhältnis dazu hatten. Oder hatten erst in der Zwischenzeit gestorben. Und er hat eben auch da gesagt, er hat einen Fehler gemacht in dem, was er dort gemacht hat. Einmal 5 Minuten. Weil der hat es aufgebaut als One-Man-Show, der hat das Deo ausgebaut, der hat angefangen mit einem, also alleine, dann waren sie zu zweit, haben sie Fabrik importiert von Italien nach Korea. Und als sie dann das angefangen hatten, dann haben sie Maschinen gekauft, dann haben sie selber Fabrik gemacht und so ist das Ding, hat er von null bis Deo. Bis er die Shipyards hatte und bis er der Größte in Schirmen, Fernsehschirmen war, Heavy Industries war alles dabei. War richtig. Ja, alles, ne? Frachter, die haben alles gemacht. Alles gemacht hier. Und dann mit einem Satz. Alles eigentlich mit einem, ich habe nur den einen Satz in Erinnerung, wie das so war, wo dann auch das, da merkst du dann, wie die Leute dann darum reagieren. Mhm. Und dann war das Ding aus. Ich meine, die Koreaner, wir mögen die sehr. Also wir haben wirklich, überhaupt keine, nur die besten Erinnerungen an Korea, wie das Ganze lief. Aber die Koreaner haben natürlich schon damals eine Attitude gehabt. Ich wollte ja Steyr-Daimler-Puch auch kaufen. Mhm. Die waren ja nicht bei Magna, sondern das war ja Steyr, Daimler-Puch. Und ich habe gedacht, für Europa wäre das eine gute Geschichte, für DU, unsere Hauptzentrale. Da können wir Autos bauen und entwickeln und alles so weitermachen. Mhm. Und wir haben mit denen verhandelt, mit Steyr verhandelt und waren schon ganz weit, waren schon bei der Due Diligence. Und da sind die Koreaner, also die Finanzloren, die sind da eingeflogen und haben sich dort in Graz wie die Axt im Walde benommen, in dem, wie sie die Mitarbeiter dort angegangen sind, was sie alles machen müssen, liefern müssen und so weiter. Also richtig, so wenn du das nicht machst, dann so. Und dann sind die Mitarbeiter in Graz, haben gesagt, das wollen wir nicht. Und dann ist das über den Betriebsrat und bis hoch, wo das ging, dann haben die gesagt, okay, wir verkaufen das nicht. Geht nicht, das können wir so nicht verkaufen. Das haben die Koreaner mit ihrer damaligen Attitude verrissen. Völlig verbockt. So, und das war für mich war das so ein Thema, da wäre ich dann hingegangen, wäre bei DU blieben, hätte ich gesagt, okay, dann mache ich Graz, dann mache ich das Thema da unten und dann können wir Europa machen und. Wie war das eigentlich damals für Sie als Ästhet, der den 993 komplett mit Leder beziehen lässt und geht dann zu DU, wo ja doch viel Hartplastik im Innenraum ist? Wie kann man sich da reindenken? Nur? Und das macht für mich ja den Charme aus, zu sagen, ich bin nicht nur Leder da drauf, ich bin nicht nur in dem Detail, ich kann auch billig Auto machen, ich kann auch, das ist, da kann ich mich aber genauso damit identifizieren, dass ich freue mich über die 4.500 Dollar, dass man ein Auto machen konnte. Mhm. Und dass ich wirklich jeden Tag darum gekämpft habe, wenn meine Ingenieure, die natürlich auch begeistert waren, wenn die gesagt haben, da, das können wir machen und da können wir die Knöpfe und die Pedale und die Schlösser und die das Teil und das im Getriebe. Und nein. Und dann zum Schluss war jeder froh, was dabei rausgekommen ist. Also das war schon eine gute Geschichte. Und ich freue mich darüber, dass ich, sag mal, Aston Martin machen kann mit dem, wie das steht, dass ich mich in BMW reindenken kann. Und ich glaube nicht, dass sehr viele Leute, wenn jemand einmal 20 oder 30 Jahre einen Mercedes-Stern drauf hat, der kann nicht sich das denken, dass eine andere Firma eine andere Kultur hat, auch wenn sie Autos machen mit 4 Rädern und mit Motor, das ist eine andere Kultur, eine andere Denke, die drin ist, die zu anderen Lösungen führt. Und da aufzugehen drin, das ist die Schwierigkeit für viele Leute, die jetzt
30 Jahre bei VW waren und jetzt sollen sie sofort gehen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also das ist das Thema DU. Und natürlich ist das auch dort die Herausforderung, dann die Kunden zu finden. Wir haben Märkte in Australien entwickelt, in Amerika entwickelt, Nordamerika, Frankreich, England, Italien, Deutschland. Da hat ja alles dazugehört. Ich war dort in der Ukraine, wir waren in Rumänien, wir waren überall dort, wo es so alte Autowerke gegeben hat. Da habe ich das Mittelalter gesehen, was da war. Also das war schon sehr, sehr spannend. Und auch dann die Integration dort von, sagen wir, ZF oder Bosch in das, was man dort macht. Ich habe viele, viele europäische Kontakte nach Korea gebracht und denen enabled, dass sie da hinkommen. Wir haben ein Entwicklungszentrum in Motoren in München gehabt, habe mit Italdesign ein Spezialagreement gehabt, mit Hallen dort gehabt, wo die Ingenieure für uns entwickelt haben. Wir haben in England, in Worthing, ein Fahrzeugentwicklungszentrum gehabt. Also das war schon eine richtig coole Geschichte, das zusammenzubringen. Deshalb bin ich auch in der Zeit jeden Monat mindestens eine Woche lang im Flugzeug gesessen und nach Australien, nach Neuseeland, nach Kalifornien, nach London, nach Italien gefahren, wie Barton unterwegs. Ne? Sie Leute in Korea gesessen. Also das wird man eigentlich nicht, das kann ich auch für meine Frau, wird man eigentlich nicht missen wollen. Das lässt auch, ich sage mal, ein Verständnis, dass es andere Kulturen gibt, dass es andere Geschichten gibt, dass Dinge anders gehandhabt werden, dass sie anders gesehen werden können, wo wir, das sehen wir ja hier in Deutschland, wir glauben ja bei vielen Dingen, wir sind der Nabel der Welt in dem, was passiert, was passieren muss, was sein kann, ob politisch, sozial. Und es ist einfach nicht richtig. Es ist einfach so, dass es andere Kulturen gibt, die auch über Tausende von Jahren oder Hunderte von Jahren gewachsen sind, die was haben und die einfach eine anders zu sehen sind und die anders an Autos hingucken. Jetzt haben natürlich die Koreaner haben ja jetzt etwas gemacht, was ja auch die Chinesen im Prinzip jetzt machen. Die haben alle europäische Designer, europäische Manager, Kia, ja, am allerbesten da drin. Aber da war mein Chairman bei DU, das war der Erste, der von den Asiaten, Europäer oder Amerikaner, mit dazugeholt und hat gesagt, wir wollen uns da befruchten lassen, wir wollen in die Welt gehen. Und weil die Welt anders tickt wie wir in Korea, müssen wir das Gedankengut auch von dort einkaufen, damit wir da wettbewerbsfähig sind. Und wenn wir heute die Hyundais und die Kias angucken, das sind super Autos. Ne? Ja, absolut. Ne? Also, vom Design modern. Und vom Design her gibt nicht so viele, die so gut sind wie die. Also trägt natürlich schon die VW Audi Handschrift so ein bisschen, natürlich den Designer. Natürlich, ne? Ja, vielleicht hätte das VW gut getan, wenn sie den behalten hätten. Kann man so sehen, ja. Ja, was kann man jetzt noch von dem jetzt? Jetzt kommt noch Aston Martin. Und dann haben wir es. Ja gut, das stimmt natürlich nicht ganz. Also ich habe ja bei spannend war das ja bei DU insofern, als wir eigentlich 7 Tage die Woche, 24 Stunden waren einfach zur Verfügung. Ich bin morgens los und bin um 10 abends oder um 11 abends in den Oak Room im Hilton gegangen, weil da dann Zulieferer von Europa da waren, die im Hilton übernachtet hatten und die dann in der Bar da unten saßen, und da musste dann auch dazugehen und einen trinken. Und wir waren samstags den ganzen Tag und sonntags nach der Kirche um 10 oder um 11 hatten wir uns wieder getroffen. Allerdings, da war es dann so bis um 2, 3, 4 mittags. Aber im Grundsatz rund um die Uhr da tätig. Und das war schon anstrengend, herausfordernd, aber auf der anderen Seite mit dem, was vorwärts ging, auch rewarding, auch mit eben auch nicht nur so, dass man mit Geld geklotzt hat. Der Kim hat nicht mit Geld um sich geschmissen, sondern wenn es da irgendwas gab und da irgendwas immer eine Million jetzt gekostet hat, um was zu machen, dann hat er das um 750 wollen oder um 600 und meistens hat er das auch gekriegt dazu. Also der hat an jeder Ecke
gespart, um dann fürs Richtige das einzusetzen. Nicht so, wo man sagt, okay, das kostet halt so viel und geben halt das aus. Nix. Also das war schon eine gute Lehre, sage ich mal, zu sehen, wie kann man auch mit dem das Engagement, also toll, wir haben in Indien nördlich von Delhi ein Werk gebaut für den Matisse, mit Motoren, alles grüne Wiese, nichts da, außenrum, mit eigenem Powerstation für den Strom und so weiter. Und das können die Koreaner können das. Die können sowas aufbauen, die können was produzieren mit einer Präzision. Aber was ganz wichtig ist, die ersten, wo da hinfahren, sind die Azumas, das sind die Frauen, die kochen. Das Erste, was die dort machen, ist eine Küche. Weil die Koreaner können, wenn man mit der indischen, mit der deutschen, mit irgendeiner Küche, können die nicht besonders leben mit dem, wie sie so aufgebaut sind. Das heißt, das Erste kommt der Küchentross, und wenn die Küche da ist, dann kommen die Mitarbeiter und dann bauen die auf. Also eine tolle Geschichte eigentlich. Okay, also haben Sie Ihre Maultaschen auch mitbekommen dann? Ja, die Maultaschen haben die nicht mitbekommen, aber die Maultaschen haben wir mal gehabt, wo ich Journalisten aus Deutschland da hatte. Mhm. Weil Journalisten aus Deutschland da hatte und gesagt, komm, jetzt tun wir mal ein bisschen was machen, weil ich muss ja als Schwabe in Korea muss man ja nicht unbedingt nur koreanisch essen. Also habe ich mit dem Koch im Hilton, der ein Österreicher war, ja, okay. mit dem habe ich das mit den Maultaschen besprochen, da hat er die dann mustermäßig gemacht vorher, und dann haben wir Maultaschen in Korea gemacht und die Lufthansa hat mal einen Schiller, württembergischer Wein, das ist ein württembergischer Schiller, eingeflogen, damit man den auch noch richtig mit betrinken kann, und dann war das eigentlich, also solche Sachen konnte man da durchaus auch machen in dem ganzen, also eigentlich auch ein fröhliches Völkchen. Viel, viel lacht eigentlich. Aber natürlich muss man das wissen, das ist eine ganz andere Kultur. Die konfuzianische Kultur sagt ja, wenn es da einen Chef gibt, der Chef hat grundsätzlich Recht. Mhm. Und wenn der Chef nicht Recht hat, dann machen wir das, dass es Recht wird. Das heißt, der hat ja ein Weltbild, der betrachtet das, und da sagt er, da müssen wir da hin. Und die unten, die diskutieren darüber und sagen, oh, das geht ja nicht und so. Und dann versuchen die trotzdem, dass sie das machen können, da kommen sie vielleicht nicht ganz hin, und dann modifiziert man das. Und meine Rolle dort war natürlich insofern schön, weil ich ja nicht in dem konfuzianischen System ein Teil davon war. Ich konnte mit dem Chairman ja offen reden. Ich konnte ja zu dem sagen, das ist nicht richtig oder das ist sowieso, was die aus der Kultur heraus nicht können. Dann ist das so gelaufen, dass die zu mir gekommen sind und gesagt haben, Betz, das ist so und so. Er meint, das müsste so und so sein, aber du weißt ja, das ist nicht richtig. Sag du es ihm. Ja? Und dann konnte ich ihm das sagen, und dann konnte er reagieren, und dann war das seine Entscheidung, ja, okay, was er drin war. Also ganz hochinteressant, aber bei uns ist es völlig inakzeptabel, wenn du sowas bei uns haben würdest. Aber dort funktioniert es wunderbar. Das geht. Das sieht man in Hyundai, das sieht man in Samsung, die ja alle so geführt sind und die sich natürlich auch weiterentwickeln. Und da kommt ja schon was raus. Also das sind ja heute Weltunternehmen. Also Samsung ist ja schon eine Nummer. Kann man so sehen, ne? Und ja, also das ist das Thema Korea. Und insofern fehlt mir hier drin natürlich ein Matisse. Das stimmt. Macht sich perfekt neben dem kleinen Aston. Und dann habe ich natürlich nach Korea, habe ich natürlich gesagt, jetzt habe ich eigentlich genug von der Automobilindustrie. Kommt man davon weg? Ja, habe ich gesagt, ich bin, was soll ich denn jetzt noch machen? Jetzt habe ich alles gemacht, jetzt habe ich Porsche gemacht, jetzt habe ich BMW gemacht, jetzt habe ich DU gemacht. Jetzt gibt es eigentlich, komm, lass mich aufhören. Also das war ein 5-Jahres-Vertrag, glaube ich, und nach 5 Jahren war geplant, dass es wieder zurückgeht. Nach 5 Jahren, außer das mit Graz wäre gekommen, dann hätten wir das auch verlängern können. Ja. Aber ich wollte nicht länger wie 5 Jahre in Korea bleiben. Mhm. Das ist schon eine Geschichte, nicht? Mhm. Also das ist ja toll, aber ich für mich, um meine Rente zu beziehen, wollte ich nicht in Korea bleiben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt gehen wir raus. Dann habe ich ja mich bei der deutschen Babcock verpflichtet, war Chief Executive von Flender in Bocholt. Flender in Bocholt ist eine große Getriebefabrik. Es kommt natürlich der Link zu Aston Martin. Schiffsgetriebe, Zuckermühlen, was alles Großgetriebe braucht. Und da habe ich auch eine Sache habe ich dort hingekriegt. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Wasserstoff befasst. Und ich habe auf der Hannover Messe 1999 habe ich eine Windmühle, das was ja da oben da drin ist, nicht das Ganze,
vorgestellt, eine 5 Megawatt Offshore-Windanlage zur Wasserstofferzeugung, die auch wieder 10 Jahre, 15 Jahre später dann realisiert ist, jetzt heute haben wir 5 Megawatt Anlagen Offshore, jetzt haben wir das, dass sie dort auch den Strom machen und den Wasserstoff dazu in England. Weil das Thema Wasserstoff hat mich eigentlich immer irgendwo fasziniert. Muss man jetzt wichtig sehen, hat noch nichts mit der jetzigen Energiekrise zu tun, sondern es war immer schon ein Thema, wo ich sagte, das ist eigentlich, das treibt die Welt, das treibt das Universum. Also warum soll das bei uns nicht auch das treiben? Das muss irgendwo möglich sein. War ich also bei Flender und habe eine Windfabrik gebaut, die nur die Getriebe für die Windräder macht. Mhm. Auch damals eine große Geschichte. Und dann musste ich auch von Flender, nach einem Jahr musste ich dann von Flender weg, weil ich darauf gekommen bin, dass bei der Babcock und der Führung von Babcock nicht alle Dinge legal laufen. Okay. Ich darüber sprechen wollte und man sich dann aber entschieden hat, mir zu sagen, Herr Betz, es ist besser, Sie verlassen die Firma, was ich dann getan habe. Die damalige Führung der Babcock, die ja inzwischen ist die jetzt zerschlagen, weil es da viele Dinge drin gab, die nicht in Ordnung waren. Ein halbes Jahr später waren die auch und da waren die im Knast. Und also ja, das war insofern eine gute Geschichte. Aber von dort aus war das dann so auch spannend eigentlich. Ich war eine Woche, glaube ich, zu Hause und habe einen Anruf gekriegt, ob ich nicht für Ford was machen würde. Aber das nicht jetzt Aston Martin, sondern wo das DU zerschlagen worden ist in Automobil und Fernsehen und Heavy und Schiffsjahr und so, da haben Ford und General Motors dafür geboten, okay, das zu übernehmen. Den Autoteil. Ja. So. Und die Ford waren dann mit entsprechendem Hinweis, der Christian Wüst, Spiegel, Technik, Automobilredakteur, ich weiß nicht, ob er heute noch da ist. Ja. Auf jeden Fall war der wohl in Amerika und die haben wohl darüber gesprochen und dann der mich dort wahrscheinlich da in das Spiel gebracht, sagt, der war doch 5 Jahre bei DU, das wäre doch der Richtige, der euch. Und dann hat mich Ford eingeladen, für sie nicht das zu führen, aber doch wesentliche Aktivitäten zu machen, damit Ford den Zuschlag kriegt für die DU-Werke. Mhm. Und da war ich ziemlich erfolgreich, war dann mehrmals auch in Korea, war viele, viele Sachen gemacht, also alles, was da drin war, so dass das zum Schluss so war, dass die in Korea gesagt haben, okay, Ford, du kriegst den Zuschlag, du kannst es kaufen. Und die Ford-Leute, die am Anfang, die Produktionsleute vor allen Dingen, die gesagt haben, wir brauchen gar nicht nach Korea fahren, was haben die schon zum Produzieren dort? Und ich die natürlich überzeugte, fahrt mal hin nach Kunshan und guckt euch mal das Werk an. Und da sind die da hingefahren, da sind die zurückgekommen und gesagt, sowas haben wir bei Ford nicht. So eine Qualität und so ein Ablauf und so eine Präzision gibt es in der ganzen Ford-Welt. Da waren die also richtig, das war tatsächlich so. Und dann kam natürlich, und dann haben wir das jetzt erreicht mit allem drum und dran, mit allen Behörden, ihr könnt es jetzt kaufen. Und dann war die Vorstandssitzung bei Ford und in dieser Vorstandssitzung haben sich alle dafür entschieden, wollen wir doch nicht kaufen. Und dann war eigentlich ich war da dabei, durfte da dabei sein, war hochinteressant. Und das hat dann bedeutet, dass General Motors diesen Automobilbereich von DU übernommen hat und heute den Matisse in einer anderen Form produziert und andere Sachen damit macht. Also so ist das ganze Thema mit DU dann ausgelaufen. Und dann waren meine Fußspuren in Ford natürlich. Aber dann noch keinen Vertrag gehabt, bis eben der Vertrag mit Nagler gekommen ist, wo ich vorher gesprungen bin, dass dann der Wolfgang Reißlich angerufen hat und gesagt, komm, mach, bist vielleicht der Richtige, um das zu machen. Und ich bin dann, weil mir Marke irgendwie, das ist natürlich schon was Tolles, eine Marke aufzubauen, die jetzt da niederliegt und die wieder irgendwo hinzukriegen, das reizt. Also das ist nicht, Magna hätte mich besser bezahlt, als mich Ford damals bezahlt hat, das ist keine Frage in dem, aber da hinzufahren, das erste Mal dann ein DB7 zu fahren und dann fahre ich damit über die Landstraße und ja, die Bremsen konnte das nicht und also das war schon ein Erlebnis. Ne? Da musste ich auch nicht unbedingt einen Dienstwagen davon haben.
Und auch das Ganze anzugucken, wie das alles gemacht wird. Und das, meine Frau, die war dann auch da drüben, hat dann im Empfang saßen, die Teddybären saßen da jetzt in der Glaskiste drin. Ich habe gesagt, wie kannst du da hingehen? Wie kannst du sowas machen? Also, das war schon, aber im Hintergrund einfach das Mystische zu dieser Marke. Und Mystik kann man ja eigentlich nicht erklären, weil das ist eigentlich nicht mehr Mystik. Also, das war schon, sagt, ja, da was draus zu machen. Und da bin ich eben nach, wenn man das alles angeguckt und alles digested habe und so weiter. Nach einem halben Jahr habe ich gesagt, bin nach Amerika gefahren. Dann habe ich zum Bill Ford und Jack Nasser, der damals da war, Wolfgang Reitzle war dabei. Nein, der war nicht dabei. Der war, glaube ich, nicht dabei. Ich gesagt, also entweder ihr schließt die ganze Firma, macht sie zu, weil da ist nichts da. Ihr verkauft sie mir für einen symbolischen Dollar. Vielleicht kriege ich dann das Geld dafür. Oder ihr gebt mir 300 Millionen Dollar und ich mache euch in 5 Jahren ein profitables Unternehmen daraus. Das erste Mal profitabel. Aston Martin hatte bis dahin noch gar kein Geld verdient. Nee. Ne? Noch nie. Ich mache ein profitables Unternehmen daraus. Dann haben die sich, da hatte sie, insgesamt war das so eine halbe Stunde da drin, wo wir da gesprochen haben. Dann haben die nach einer halben Stunde gesagt, okay, du kriegst 300 Millionen. Und ich habe gesagt, aber ich kriege die 5 Jahre Zeit. Ich will nicht ein anderes Angebot woanders hingehen. Also, dass sie nach einem Jahr sagt, du musst jetzt da woanders hin und so. Ich kriege die 5 Jahre. Ich will nicht weg, auch wenn es da bessere Jobs dazu gibt. Ja, also 5 Jahre. 300 Millionen. Und das war sensationell für Ford, weil Ford ja noch ganz anders regiert in die Werke hinein, mit ihren Mitarbeitern und gerade in der oberen Führungsschicht, die Mitarbeiter zum damaligen Zeitpunkt, alle 6 Monate andere Jobs machen, immer ständig hier Rotation irgendwo dazu gemacht haben. War ganz ausnahmsweise, dass die gesagt haben, das ist so. Und im Ergebnis musste ich auch während dieser Zeit, wenn Ford irgendwelche Vorgaben gemacht hat für ihre Werke, für ihre, ich musste dies nicht zwangsweise erfüllen. Wenn Ford gesagt hat, ihr müsst jetzt, weil die Zeiten waren ja 2003, 2004 waren ja nicht besonders gut, für Ford. Wenn Ford gesagt hat, ihr müsst jetzt einsparen, sowieso. Und ich bin gekommen, okay, ich spare jetzt nicht ein, aber ich verkaufe dafür 10 Autos mehr. Okay. Ja. Einfach, ich meine, und wir waren wirklich im Jahr 2004 waren wir positiv, da waren fast alle Geschäftsbereiche von Ford waren da negativ oder nicht sichtbar. Und bei der Jahrestagung, wenn alle Geschäftsbereiche da zusammenkommen und ihre Ergebnisse vorstellen, war Aston Martin, die normalerweise überhaupt nicht sichtbar waren, weil die ja einfach kein Umsatz und nichts irgendwo hatten gegenüber den 100 Millionen oder Milliarden und sowieso, wo da irgendwo da drin sind, die waren gar nicht immer nicht auf der Tabelle. Plötzlich waren auf den Tabellen Aston Martin oben gestanden. Welcher Autofan denkt bei Frankreich nicht an die legendäre Ente, den eleganten Citroën SM, wenn es ein bisschen mehr sein darf, oder an den quirligen Renault 5 Cup? Alles Klassiker der französischen Autogeschichte und die Autos selbst inzwischen für viele fast eine Art Geldanlage. Ein französischer Klassiker der anderen Art ist mein heutiger Partner, denn BNP Paribas ist bereits seit 75 Jahren in Deutschland vertreten und da möchte ich euch gerne eine ganz besondere Sache vorstellen, nämlich das Private Banking Team. Man denkt immer, das ist nur etwas für andere Einkommensklassen als die eigene, aber im Private Banking der BNP Paribas werden bereits Vermögen ab 250.000 Euro betreut. Weltweit beobachten Analystinnen die Kapital und ihr könnt zwischen verschiedenen Modellen wählen. Eines finde ich da ganz besonders interessant und das ist das Co-Managing. Das Private Banking Team bereitet einen konkreten Vorschlag mit 30 bis 40 Aktien, Fonds und so weiter vor, die auf eure Ziele abgestimmt sind und mit einem persönlichen Ansprechpartner sprecht ihr dann ab, was ihr davon umsetzen wollt und was nicht. Und wenn sich was in der Einschätzung von BNP Paribas ändert, dann werdet ihr natürlich kontaktiert. Ihr könnt euer Geld aber natürlich auch bequem und wie vorab abgesprochen und nach eurem eigenen Risikoprofil komplett von den Expertinnen managen lassen. Auch dabei bleibt natürlich jeder Schritt transparent und ihr könnt online jederzeit nachschauen, wie sich euer Geld entwickelt. Das geht, wie gesagt, bereits ab 250.000 Euro los. Und ganz wichtig, denn auch bei der Geldanlage sollte man auf ein bisschen alte Schule achten. Hier gibt es das Beste aus beiden Welten. Persönliche Gespräche und Ansprechpartnerinnen und digitale Tools, mit denen ihr euer Vermögen immer im Blick habt und euch auch über die Märkte informiert.
informieren könnt. Also, wenn ihr euer Vermögen in dieser turbulenten Zeit breiter aufstellen wollt, dann kontaktiert doch mal das Private Banking Team von BNP Paribas unter www.neue-generation-privatbank.de. Den Link habe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes geschrieben und hier geht's jetzt weiter mit meinem heutigen Gast. Und das war schon eine spannende Geschichte. Und um das dann jetzt, über Autos reden wir da später. Und natürlich bin ich mit dem ganzen Ford-Management sehr gut zurechtgekommen, sehr verständnisvoll mit dem Bill Ford, mit den Finanzchefs und die ja als extrem hart, also Ford wird über die Finanzen eigentlich regiert, aber auch mit denen bin ich gut zurechtgekommen. Aber es war halt dann doch so, dass das Wehren gegen die Ford-Regeln, die immer auf das Große aus waren, für das Kleine nicht richtig anwendbar waren, weil das andere Dimensionen waren. Und dann habe ich gesagt, technologisch brauche ich Ford nicht. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt viele Teile von Audi unten drin, Sensoren, Aktuatoren, also viele Dinge, die ich von Audi, von den Zulieferern kaufen konnte, aber mit Genehmigung von Audi. Also war überhaupt kein Thema, dass ich Ford Technologie da drin sein sollte und da über die Zulieferer heute ja alles verfügbar ist. Also das Know-how liegt eigentlich beim Zulieferer und das, was ich eigentlich immer ein bisschen kritisiere, ist, dass der Hersteller, der OEM, der große OEM, alles doppelt macht. Also die entwickeln das Gleiche, was der Bosch auch da drüben hat. Also im Prinzip bräuchtest du das eigentlich gar nicht. Die haben auch 100 Leute auf dem Sektor und da drüben sind 100 Leute, nur um nachher das zu kaufen. Also ich habe gesagt, warum sollte ich denn großartige Getriebeleute haben? Da drüben ist der ZF. Dem ZF sage ich, was ich will. Und der entwickelt es und dann liefert er das in der Qualität und das bauen wir ein. Ich brauche nicht selber die Getriebe auch nochmal aufzeichnen. Und deshalb habe ich gesagt, wir können als Aston Martin auch unabhängig sein und dann können wir ohne die Regeln, die doch manchmal da sind von Ford oder die Kämpfe, agieren. Und eines wann war die Weltmeisterschaft? In 2004. Fußball-Weltmeisterschaft. War 2004? Also? 2006. 2006. Da hat Ford gesagt, da war England auch dabei, da hat Ford gesagt, 2006, ja, hat Ford gesagt, es gibt keine Freischicht, es gibt kein Fernsehen, es gibt in allen unseren Werken weltweit für die Weltmeisterschaft, ihr schafft in der Zeit. Und der Betz hat gesagt, in England, da ist England dabei, wir haben ja viele Fußballfreunde da oben drin, wenn England spielt, dann könnt ihr entweder in Fernsehgeräte in die Casino oder können da uns einigen, ihr könnt da nach Hause gehen, aber das Ziel in der Woche ist 45 Autos, ihr macht die 45 Autos, macht ihr halt am nächsten Tag mehr oder weniger, das ist so. Und da hat Ford gesagt, das geht nicht. Geht absolut rigoros, no way. Und dann hat der Betz gesagt, ist mir jetzt egal, was ihr sagt, ich mache das trotzdem. Da macht man sich neue Freunde, weil das natürlich nicht der Bill Ford macht, sondern das sind die da unten Disziplin einfordern. Und das war für mich, sagen wir, so ein Auslöser, dann zu sagen, komm, also über solche Sachen kann nicht sein, dass wir da irgendwo da drin hängen, lass uns aus Ford das rauskaufen. Da kam das mit 2007, dass wir unabhängig worden sind mit Investoren, die da reingekommen sind und was hat ja also in der Zeit auch hervorragend funktioniert hat, weil das war eine Hochzeit in 2007 und 2008, hat Aston Martin 7.235 Autos oder 26 Autos gemacht, also so viel, wie die heute noch nicht machen mit dem Ganzen. Das ging richtig und die Pläne waren ne, so da oben drin. Leider Gottes kam ja dann in 2009 so eine mittlere Delle rein, die dann da schon sehr reingehauen hat. Also das ist so von dem, wie ich dann zu dem Aston Martin da gekommen bin und wie das gewesen ist. Und da gibt es nochmal so eine Geschichte da drin, also auch, die ganz essentiell eigentlich ist, dass der Wolfgang Reitze, der ja die Premier Automotive Group damals gemacht hat, dann auch natürlich Aston Martin sich ein bisschen gekümmert hat und den Aston Martin Leuten gesagt hat, ihr müsst ein Mittelmotorauto machen. Und die hatten dann da auch mit angefangen, ein Mittelmotorauto zu machen. Und ich bin ja dann, nachdem ich meine 300 Millionen irgendwo hatte, gesagt, so, was brauchen wir denn? Wir brauchen ein modulares System, wo wir viele Autos, verschiedene Autos, Varianten Lego-mäßig zusammenstecken können. Motoren, Getriebe, Radstand,
und so weiter. Und da passte ein Mittelmotorauto überhaupt nicht dazu, sondern das ging nur über dieses Frontmittelmotor. Das ist ein Mittelmotorauto. Der Motor sitzt ja hinter der Vorderachse und nicht vor der Hinterachse. Und dann habe ich den Wolfgang Reitzle angerufen in London und gesagt, Wolfgang, das Konzept von dir, das sage ich den Mitarbeitern morgen, das stoppen wir sofort. Wir machen das jetzt so. Hat der Wolfgang gesagt, also ich, normal kann ich nicht so viel zitieren, aber Wolfgang hat gesagt, ja, das habe ich doch aber so entschieden. Und dann hat er gesagt, aber du bist verantwortlich, mach du das so, wie du das für richtig hältst. Das war, in einer Minute war das war's. Und das kann man, also keine Diskussion um irgendwas, sondern das ist, so müssen eigentlich solche wesentlichen Dinge laufen. Und aufgrund von dem gibt es dann eben diese VH-Plattform, auf der wir letzten Endes den Rapid gemacht haben, den V12. Das ist ja auch, dann auch so eine Geschichte, dass eben der Zwölfzylindermotor in dieses kleine Auto hineinpasst oder passend gemacht worden ist, weil eben dieses modulare System das hergibt. Cabrios hergibt, ohne große Steifigkeitsverluste und. Und natürlich von den Kosten her machbar waren, weil 300 Millionen, wenn du das heute einem sagst, selbst bei Aston Martin heute sagst du, die lachen sich tot, die fangen mit 300 Millionen gar nichts an. Für 300 Millionen habe ich damals das Gaten gebaut, hat 50 Millionen gekostet, haben wir auch genau eingehalten, haben den DB9 gemacht, den 12-Zylinder-Motor, den 8-Zylinder-Motor, den V8, die Cabrios dazu. Das muss man zuerst mal machen. Klingt wirklich unrealistisch aus heutiger Sicht. Eine Frage zu dieser VH-Architektur. Das ist aber doch ein Frontmittelmotor, oder? Ja. Aber was wollte Wolfgang Reitzle? Der wollte einen Mittelmotor haben. Ein Mittelmotor. Also Ferrari-Architektur das, was man so normalerweise als Mittelmotor-Auto bezeichnen muss. Also okay. Ferrari ist, oder nicht alle Ferraris, aber viele Ferraris haben einen Mittelmotor. Richtig. McLaren haben diesen Mittelmotor. Genau. Und ich bin, ja, so wie mit dem Rauno Altonen, ich bin immer der Meinung, wenn ein Auto leicht zu fahren ist, dann kann es schnell gefahren werden über eine ganze Zeit. Und da bin ich da wieder belegt durch Haas in der Formel 1, der Steiner, der sagt, unser Auto ist leicht zu fahren. Und deshalb sind wir so schnell. Das heißt, das Auto hat keine Tücken irgendwo, wo irgendwas passiert, wo irgendwas macht, sondern und da kannst du konstant mitfahren. Und ein Front-Mittelmotor-Auto mit dem Trägheitsmoment von Motor vorne, Getriebe hinten, ist leicht zu fahren, weil das einfach wenn das Motor irgendwas macht, dann kann man sich das überlegen, aha, das Auto macht jetzt so, dann reagiere ich drauf. Bei anderen, bei kritischen Autos musst du reagieren, bevor was passiert ist, weil du sonst zu spät dran bist, was es hinten kommt. Das war immer so meine Philosophie und deshalb sind diese Autos so ausgelegt, weil sie eben dieses große Trägheitsmoment haben und wir natürlich zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht die ganzen elektronischen Hilfen. Heute kann man mit den elektronischen Elementen kann man heute ja ungeheuer viel machen, was die Lenkung, Antriebskräfte und so weiter angeht. Aber für mich ist das jetzt zunächst mal einfach das blanke Auto und die Plattform selber, das muss man auch wissen, die Schalttafel, also das ganze Element, wo die Firewall vorne runter geht, ist bei allen Autos gleich. Also das ist bei dem Auto, beim Rapid, bei dem Auto gleich. Okay. Nur das sehen Sie nicht. Ja. Das ist, wenn man einem Designer früher gesagt hat, ja, wenn das gleich ist, dann kann ich keinen Unterschied machen. Und ich habe halt Designer gehabt, den Henrik Fisker zum Beispiel, die, wenn ich dir gesagt habe, jetzt mach das macht anders, aber die Sachen bleiben gleich, dann kann man das machen. Man kann das anders aussehen machen und es gibt heute noch Leute, die sagen, das kann man nicht sehen, auch wenn du mir sagst, das ist, ich glaube es nicht, aber es ist so. Das heißt also das, was da vorne, wo das Lenkrad dran ist und wo die Klimaanlage dran hängt und all die Sachen dran hängen, die sind ja teuer in der Entwicklung. Und wenn ich das einmal als ein Modul sehe, für alle Autos gleich, habe ich schon was. Dann gibt es ein Modul nach vorne oder zwei Module, einer, wo der Motor drin hängt, das Fahrwerk drin hängt und einer, der vorne den Überhang macht. Und dann gibt es den Zentralmodul, über den ich den Radstand machen kann. Und dann gibt es den Heckmodul da hinten. Und von dem 8-Zylinder zu dem 12-Zylinder, das geht nicht, den 12-Zylinder-Motor in das 8-Zylinder-Auto einzubauen, so wie es ist. Man muss den ganzen Modul von vorne nehmen, muss den 12-Zylinder-Modul nehmen, an den Wandtisch ranbauen und dann den vorderen und dann geht es. Okay. Und das okay, haben die Leute, das haben selbst meine Ingenieure, die haben das nicht gekonnt. Und die Renner von Aston Martin Racing um den David Richard,
denen habe ich das auch gegeben als Aufgabe. Ich habe gesagt, mach den 12, weil die Renner können ja alles. Die können ja, was weiß ich, die größten Turbinen irgendwo reinsetzen. macht mir die Konstruktion dafür. So. 3 Monate später ist der gekommen und hat gesagt, geht nicht, ist nicht machbar. Okay, prima. Dann bin ich mit meinen Leuten runter in die Werkstatt und habe gesagt, guck mal, jetzt nehmt ihr den Modul hier von dem 12-Zylinder und den ganzen Modul setzt ihr dahin. Okay? Ja, aber dann geht der Crash und so. Ne? Überhaupt kein Problem. Baut das mal ein und lasst es gegen die Wand fahren, wenn ihr das jetzt nicht glaubt. Dann lasst ihr das gegen die Wand fahren. Macht das alles wunderbar, weil das vorher auch funktioniert hat mit dem anderen. Und jetzt haben wir deshalb den 12-Zylinder da drin in diesem Auto. Und deshalb gibt es jetzt, selbst im Jahr 2022, noch ein Hero-Car von Aston Martin, nämlich die letzte Version des V12 Vantages. Natürlich mit mehr Leistung, mit mehr wie das, was er ursprünglich gewesen ist. Aber deshalb, weil das so da gewesen ist. Und noch als Sauger, ja, oder? So. Das ist ja auch das Tolle. Und das Gleiche gilt eigentlich für die... Es gibt kein Auto, das die Motorhaube bis nach vorne zieht und trotzdem die amerikanischen, kanadischen Stoßstangengesetze erfüllt. Ah, okay. Das gibt, also die Autos haben normalerweise das, was der Elfer hat, ja, vorne eine Stoßstange. Ja. Und heute haben die Aston Martins das auch wieder, haben auch wieder dieses Element, was ich massiv eigentlich kritisiere, weil das war eine Sache, die nur Aston Martin hatte. Kein anderer konnte das, kein anderer hat es und das gibt man nicht freiwillig her. Ja. Mit der Haube, die ganz nach vorne runterläuft. Alle anderen brechen da ab. Ja. Warum sollte ich das machen? Ja. So, aber die haben es gemacht, weil sie was besser machen wollten, sondern was anderes. Und ich bin immer der Meinung gewesen, man macht nichts neu, wenn es nicht besser wird. Mhm. Also nur neu zu machen, damit es neu ist, das ist nicht gut. Neu muss immer irgendwie besser sein. Und das ist natürlich eine Lösung, die kannst du eigentlich nicht besser machen, wie dem nach vorne. Mhm. Muss ich sagen, kommt jetzt vom Hendrik Fisker. Hendrik Fisker hat damals gesagt, er will das so haben. Und hat jeder natürlich als Engineering gesagt, geht nicht. Warum ein Stoßstangen, was so macht, geht nicht. Er hat gesagt, doch, jetzt guck das mal genau an, jetzt mach das mal. Und dann haben wir tatsächlich die Lösung gefunden, wie wir das hinkriegt. Und die haben das hingekriegt. Und das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht her. Und das ist eben beim Rapid so, das ist bei dem DB9 so, das ist beim DBS da hinten. Und es gibt einfach eine Linie, die nach vorne läuft und die nicht abgebrochen wird durch so. Sicke, ne? So. Und dann haben die haben dann gesagt, dazu gehört natürlich eine Motorhaube, die wieder in den Linien so nach hinten läuft. Und die heute haben gesagt, wir wollen eine Klemmshell, also den Kotflügel mit der Haube zusammen als aufmachen, weil das so toll ist, wenn man das aufmacht und da reinguckt. Das ist überhaupt nicht toll, weil da sieht man die ganzen Innereien von den Rädern, von der Aufhängung. Und wenn das nicht vergoldet, dann sieht das einfach nicht gut aus. Es sieht aus, wie wenn man den Bauch aufhält und da reinguckt. Und mein Motorraum, der da drin ist, der sieht aufgeräumt aus, der sieht das aus wie ein... Wie was designt ist. So, aber mit so einer Klemmshell kannst du so eine Haube damit machen und die Klemmshell hat keinerlei von der Ästhetik, keinerlei Funktion, sondern nur großes, dickes Ding. Und naja, also das ist das Thema V12 und der Zagato ist ja ein V12, kann ich da, das mache ich da, wenn ich Leute habe, dann zeige ich das meistens. Das gelbe Auto ist das erste Auto, mit dem wir Rennen gefahren sind auf dem Nürburgring 2006. Mit dem haben wir 2006 24-Stunden-Rennen und in der VLN-Serie verschiedene Rennen gemacht. Und der hat ja den 8-Zylinder-Motor. Mhm. Dann mache ich die Haube auf und mache hier die Haube auf und dann sage ich, guck mal. Das sind so ein paar, Sahnestückchen, die ich gerne habe und die ich mich also gerne erinnere, wie das geht. Ganz am Anfang, als Sie zu Aston Martin gekommen sind, war es ja im Endeffekt eine Jaguar-Basis. Der DB7 ist eine Jaguar-Basis. Genau, mit einer speziell designten Karosserie und vielen Fortschaltern im Innenraum. Ne? Ja. Das sind ja alles so teure Details eigentlich. Also ich staune wirklich nachhaltig über diese 300 Millionen, weil gerade Schalter und dieses Ganze individuell für eine Kleinstserie zu machen, das kostet richtig Geld. Gut, wir haben dann natürlich Elemente gehabt, die es bei Volvo gibt. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass Schalter unendlich teuer sind. Mhm. Da drin, aber auch mit dem Konzept, mit den PR&D, auch das Bedienen der Gänge und das Starten des Motors, ist eine Geschichte, auf die ich ziemlich stolz bin, die heute natürlich
fast in jedem Auto vorhanden ist. Zumindest mit der Startknopf ist bei vielen Autos vorhanden. Aber das war eine Geschichte im Rahmen der Entwicklung für den DB9, dass ich gesagt habe, warum sollen wir da einen Schalthebel haben an der Stelle, wo man eigentlich was ablegen muss, wo ich unten drunter ja sowieso bloß elektrisch bin. Mhm. Ja, also da unten bin ich elektrisch. Warum muss ich das mit einem Hebel machen? Das kann ich genauso mit Knöpfen machen. Und dann habe ich gesagt, also machen wir Knöpfe. Dann ist die Geschichte dazu ist eigentlich ganz nett. Hat insgesamt ein Jahr gedauert, bis ich das durchgesetzt hatte. Nicht, weil ich nicht jetzt der bin, der dann sagt, ihr macht das jetzt so, sondern ich wollte, dass die Leute das verstehen. Und dann ist mir zunächst mal gekommen und gesagt, ja, das ist nicht legal. Die Amerikaner wollen den Schalthebel und dann sonst kann man eine Sudden Acceleration und alles solche Sachen. Finde mir was Besseres wie den Schalthebel und das hat mit den Knöpfen nichts zu tun, das macht irgendwas. Und dann haben die Jungs aus dem Design, im Engineering, ein Jahr lang da rumgemacht mit irgendwas. Dann haben wir ein Jahr sind sie gekommen und gesagt, deine Lösung mit P, R und D ist das Richtige und ist funktioniert und ich liege und alles so. Und dann waren wir happy. Also nichts, dass sie das gesagt hat, ihr müsst, sondern die sind selber draufgekommen, das ist es ja. Das ist eine schöne Geschichte. Und dann ist das der Knopf, natürlich am Anfang war der Plastik, zum Schluss ist der Glas geworden. Ja. Das sind das Kristallglasknöpfe, die natürlich auch richtig schönes Geld zu kosten. Und der Startknopf eben mit dem, wie ich es bezeichnet habe, Emotion Control Unit, also nicht Schlüssel, sondern das ist auch das Glaselement, das man in den Schlüssel einführt, oder eingeführt hat und damit praktisch das ausgelöst hat, sind eben Dinge, die in anderen Autos so nicht vorhanden sind. Und das Bestreben bei einem Aston Martin muss natürlich sein, sich zu differenzieren. Du kannst ja natürlich über die Farbe differenzieren, aber Farbe kann jeder machen. Und vier Räder haben wir, Motor haben wir. Es ist ziemlich schwierig, auch formal. Ich kann natürlich über die LED-Lichter da vorne, da ist so viel, ist ja nicht zu machen, die Rücklichter, klar. Kann man machen, aber an den Dingen, die man jetzt bedienen muss, aber was dazu, die man auch nicht leicht kopieren kann, das muss man eigentlich mit Aston Martin machen, damit er was Spezielles bleibt, damit er was Exklusives bleibt, damit er anders ist als die anderen, damit er nicht ja, über den gleichen Kamm geschoren wird. Und der Kamm, das kann nicht Qualitätsmängel sein, das können nicht Leistungsmängel sein, sondern das ist der Top-Qualität, Top-Leistung und dann hat er noch irgendetwas, was anders ist. Und das hat sich heute gerade bei der Frontgestaltung hat sich das ergeben, auch wenn man den jetzigen V8, auch wenn man den der Vorgänger von dem Vantage, der hat ja praktisch ein Maul vorne dran, wie ein Fisch irgendwo, das hat nichts mehr mit dem Aston Martin Grill zu tun, der ja geschützt ist, der ja immer dieses Zeichen hat, das kann man ja verändern, aber das muss erkennbar sein, das muss da sein. Und das sind so Elemente, das ist wie wenn man an Zagato-Autos, die haben immer diesen Bubble im Dach. Also muss man das andeuten, ob das jetzt so funktioniert. Aber daran kann man ja eigentlich sehen, aha, das ist ein Zagato, der hat solche Dinger. Und die Heckscheibe, oder? Wo da hinten der C-Säulensteg schräg hoch geht. Ja. Ne? Ist auch sowas, ne? Ja. Und das kann man relativ leicht integrieren in so ein Gesamtkonzept. Und so muss man eigentlich agieren. Das Bestreben für mich war immer, wie mache ich mich anders zum Wettbewerb? Und der Wettbewerb ist nicht nur Ferrari, sondern der Wettbewerb sind die BMWs mit ihren Achter ja, und sowieso. Das ist natürlich Porsche mit seinen Autos. Und dann kommen natürlich die McLarens, dann kommen die Bentleys. Rolls-Royce natürlich auch irgendwo in dem und Ferrari und Lamborghini und dann natürlich ja, kommen natürlich die Massenhersteller, die Ford Mustangs und die Corvettes und die Toyotas, Supras und wie sie jetzt alle heißen. Wo macht man es denn unterschiedlich? Also die Beschleunigung alleine kann es nicht sein und die Höchstgeschwindigkeit kann es auch nicht sein. Und möglicherweise der Rundkurs auf dem Nürburgring in 7,45 oder sowas. Ist es das? Ist es auch nicht, ne? Ist es das? Also, wo macht es das? Wo macht es das, dass jemand sagt, ich laufe auf das Auto zu und ich freue mich? Irgendwo ist das cool und ich erkenne das und ich sitze innen drin und das ist genauso. Und das ist natürlich mit dem, wie man heute, wenn man mit dem Mercedes-Teil da innen drin ist, der Hebel, wo es da ist, also die Kommunikationssachen, das ist immer schwieriger. Mhm. Und ich wollte das eigentlich nicht und für mich ist das auch so eine Sache. Kritisiert es jetzt nicht unbedingt, dass das so ist, aber der Zulieferer, der macht ein Navigationssystem für uns, das brauche ich nicht
vom Mercedes da drüben nehmen. Das macht er für mich genauso, wie wir das eigentlich haben wollen. Mit dem Schirm in der Größe. Wenn du das von der Großserie nimmst und wenn du dann die Kosten nimmst, die das braucht, um das zu adaptieren, kannst auch von wem auch immer ein spezifisches. Heute kann nämlich durch die ganzen Computersteuerungen, die wir haben, es gilt auch für die Motoren, für die Getriebe, jedes einzelne Teil kann anders sein, weil das steuere ich mit dem Computer und du musst da heute nicht mehr 100.000 Teile identisch machen. Mhm. Bei den Fertigungsverfahren, die wir da haben. Und da eben hinzukommen und zu sagen, wo kann ich etwas anders machen, das anders, aber auch noch besser ist. Also nicht nur anders, sondern besser. Wo kann der aus der Großserie vielleicht doch nicht hin? Mhm. Wo geht der doch nicht hin? Also lass uns das so machen. Ja. Und das sind so Dinge, da könnte ich jetzt im Auto an vielen Stellen kann ich da hingehen, von den Sitzen, vom Lenkrad, von dem wie die Instrumente sind. Wir haben ja das erste Mal, wo wir waren, dass die Instrumente unterschiedlich gegenläufig sind. Ja. Ja, klar. Eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht, wenn die gegenläufig sind, weil du guckst ja eigentlich ständig da rein und siehst, wo die irgendwo stehen, sondern du willst die Geschwindigkeit im Wesentlichen sehen oder du willst nur die Drehzahl sehen. Die Drehzahl ist das, was wir wichtig haben. Also da kann man sich differenzieren und das kann man relativ einfach machen heute mit den programmierbaren Screens. Also, und heute ist es zum Beispiel auch so, ein anderes Rad zu machen, ist ganz schwierig. Mhm. Ganz schwierig, weil alle die Tuner, die machen jedes Rad, wo man nur erdenklich hat. Aber wir waren zum Beispiel die Ersten, die das Rad an dem DBS hier hinten, der poliertes Aluminium hatte. Also auf der Außenseite, die poliertes Aluminium und nicht nur jetzt ein verchromt oder so, sondern wo die Außenseite nochmal geschliffen ist. Das nächste, was wir dann haben, ist, dass wir Räder haben, die innen in Wagenfarbe sind und außen poliert sind. Aber das ist ja schon vor 10 Jahren gewesen. Ne? Ja. Heute ist das keine Sensation mehr. Ja. Das ist wie beim 993. Da, vieles dabei heute ist absoluter Standard. Aber vor 20 Jahren war das nicht Standard. Mhm. Und insofern musst du, denke ich immer, du musst am Auto was finden, wo die anderen vielleicht ein Jahr später oder 2 Jahre später, die das kopieren, wenn man es nicht schützen, wenn man nicht schützen kann. Aber mach irgendwas. Und dort, wo du differenziert bist, bewahre es, weil es die anderen vielleicht nicht machen können. So wie an der Haube vorne. Also das mit der Haube ist tatsächlich, wenn man da jetzt drauf gebracht wird, ist ein ganz besonderes Erkennungsmerkmal. Ja, und wenn ich jetzt mit jemandem um die Autos rumlaufe, das ist auch zum Beispiel diese Tiergriffe. Mhm. Die haben wir jetzt heute noch. Der bündig in der Karosserie sitzt, der trotzdem natürlich, ja, wenn das Wasser drüber runterläuft, dann früher natürlich kann er zufrieren, kommt aber fast nicht vor. So. Und den in seiner Einfachheit gibt es heute fast auch nicht. Mein erstes Erlebnis mit so einem Auto, mit dem DB9, kann man ja erzählen. Ne? Fahr am 23. Dezember von Gehden nach Düsseldorf, wo wir gewohnt haben. Mit dem Auto, das an dem Tag zugelassen worden ist, ein DB9. Ganz neues Auto. Das war wahrscheinlich 2004 oder so irgendwas. Und fahr auf der Autobahn um London herum, auf der M1 und dann Richtung Dover. Und plötzlich, habe also nicht besonders gespeedet oder sowas ähnliches, aber das weiß ich ja nie. Nicht? Wenn das irgendwie war. Plötzlich, also hinter mir, Blaulichtpolizei. Okay, denke ich. Wenn der hinter mir fährt, ist das ja gut. Prima, Fahrschalte mal praktisch weiter. Dann kommt ein zweites Auto dazu, Polizeiauto, ein drittes Polizeiauto dazu. So, keine anderen Autos mehr, die fahren hinter mir. Da denke ich, naja, also jetzt müsste ich vielleicht doch mal anhalten, weil die meinen vielleicht mich. Jetzt halte ich also an, was ich nachher weiß. In England überholt die Polizei nicht und fährt vorne draus und sagt halt an, sondern die bleiben dahinter aus Sicherheitsgründen. Okay. Habe ich auch nicht gewusst von damals. Ja. Ich halte, bleibe natürlich im Auto sitzen, brav, wie ich natürlich bin. Der Polizist raus, will die Tür aufmachen, findet den Griff nicht, findet keinen Griff, schlecht gegen das Auto und schreit da draußen, weil er mit dem Griff nicht zurechtkam. Ja. Okay, mache ich natürlich innen die Auto aus. Der zieht mich aus dem Auto raus, Hände aufs Dach, Handschellen angelegt. Denke, ja, das ist prima, Auto reingesessen, sage ich, wer bin, da ist mein Führerschein. Was geht's denn? Ja, der hat gesagt, das Nummernschild, das ich habe,
lässt Sie glauben, dass das Auto gestohlen ist, weil das ist nicht bei Ihnen registriert. Und letzte Woche haben Sie schon mal mit dem Aston Martin irgendwas gehabt, wo es dann zur Schießerei kam, was ich nicht wusste. Mhm. Und Sie jetzt gemeint haben, ich sei einer der sowieso. Effekt war, oder das Ding war, einfach, dass sie sich natürlich massiv entschuldigt haben, und sich eigentlich damit erklärt haben, dass, weil das Auto am Morgen zugelassen worden ist, ja, bei ihnen noch nicht im System war und sie deshalb erkennen konnten, dass das Auto also rechtens gewesen ist. Das war mein Erlebnis mit der Polizei von Kind. Okay, also. Ja. Ja, immer gut, wenn man da als Gewinner rausgeht. Ne? Ja, ja, da gehe ich wieder da raus. Ne? Das war eigentlich klar. Und ich habe ja auch Verständnis dafür, dass die sagen, wir haben jetzt gerade so ein Erlebnis gehabt. Aber das ist der Witz, einfach der, dass der das Auto nicht aufmachen konnte. Ja. Ja. Und der DB9 hieß DB9, ja, weil der DB8, also Sie wollten sich vom DB7 nochmal bewusster absetzen oder sagen, das, ja, ist so, also so ein neu. Ein DB7 war ja eben der Jaguar, mhm, auf der Basis. Und jetzt kann man nicht sagen, jetzt kommt das nächste Auto, jetzt kommt ein DB8. Aber da der so weit von dem weg war, wie eigentlich zwei Generationen, das ist ja völlig anders, auch kein Teil ist da ja gleich, und auch vom Gesamtauslegung her, gesagt, also DB9. So einfach, also DB9. Und der Vantage, das hat sich eigentlich so ergeben. Vantage ist ein Name, den Aston Martin sowieso hat. Namen bei Autos sind ja immer so ein Problem. Nimmst du jetzt die von früher, hat man da was? Vanquish hat man auch da drin. Gesagt, okay, Vantage geht eigentlich ganz gut. Und dann V8 Vantage, dann V12 Vantage, also ganz einfach, eigentlich strukturiert. DB, DBS, DB9S hätte man ja machen können, aber dann war das auch nicht. Das war ja, und der DBS ist ja auch wieder eine interessante Geschichte. Es ist ja eigentlich nicht sehr weit weg vom DB9. Mhm. Der ist vom Design her ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Muskeln, ein bisschen mehr, hat natürlich mehr Leistung, ein kleines bisschen breiter, kostet gravierend mehr. Der DBS hat damals am Anfang 170.000 Pfund gekostet, 175.000 Pfund, wo der DB9 bei 130 war, sowas etwa in der Richtung. Wo auch zuerst mal gesagt hat, das ist doch eigentlich bloß eine getunte Version vom DB9. Nee, ist es nicht. Der wird empfunden als eigenständiges Auto und wird heute noch der DBS, also so wie er eigentlich da hinten steht, von dieser Serie von Autos als most desirable empfunden. Und der DBS, den UB2010, den ich hier habe, das ist ein Auto, das durfte ich damals von den Shareholdern, von den Hauptshareholdern, der hat meinen Namen drin, der ist den Namen auf dem Schweller eingraviert und auf den Sitzen steht Ulrich Betz drauf und an der Seite unten hat er auch diese Aluminiumplakette Ulrich Betz 2010. Das sind 20 Autos. DB steht ja für David Braun. Mhm, genau, der damalige Besitzer. Ich mache jetzt, David Braun sind wir ja schon lange nicht mehr. Und wir haben in 2008 haben wir mehr Autos gemacht als David Braun in seine 12 oder 14 Jahren, die er da vorne dran war, in den ganzen Jahren. Also können wir ja durchaus sagen, UB9, aber das wollte ich nicht so, und das ist auch nicht opportun. Das ist, wie 911, der heißt 911, weil er immer schon 911 hieß. Ja, Könnte heute anders heißen, aber heißt jetzt eben 911. Ja, genau. Und deshalb habe ich gesagt, okay, aber so in Anerkenntnis dessen, was ich dafür tue, das ist deine Version 20 Cabrios und 20 Coupés. Mhm. Da gibt es alle, die sind identisch. Das ist der DBS dahin. Und ich finde auch, das Auto, wenn das da so steht. Bildschirm, ne? Ja, richtig, das ist. Und richtig muskulös, ist nicht, ja. Aber es ist nicht ordinär. Nee. Es ist nicht krachert. Es hat immer noch eine Eleganz, es ist understated, es hat eine Stärke, es hat eine Confidence. Mhm. Und das finde ich eigentlich an dem schönen. Das ist übrigens an dem V12 Zagato hier auch, das ist durchaus der. Ich habe ja immer, schon bei Porsche war das so, die Farben an meinen Dienstwagen gehabt, die so im Jahr oder in zwei Jahren kommen, die man ausprobiert. Bin sehr für rote Autos, aber der zum Beispiel, der ist schwarz und hat ein schwarzes Interieur, weil ich immer denke, das ist ein bösartiges Auto. Also der V12 Zagato ist einfach so. Springt also, an der Jan. Ja,
Ja. Und deshalb darf der durchaus schwarz sein. Ja, okay, ja, das stimmt. Und der DB, der UB 2010 ist ja blau. Der ist also nicht schwarz, sondern der sieht hier nur so schwarz aus. In der Sonne draußen kommt der, war damals auch eine neue Farbe, in der kommt der richtig blau raus, also ein richtig wunderschönes Blau. Und bei Nacht wird er halt schwarz. Sie haben es eben schon mal kurz angedeutet, einen Streik ausgelöst in der Belegschaft, kurz nachdem Sie gekommen sind, weil Sie ganz, also entgegen Deo, wo man gerne als erstes eine Kantine baut, weil Sie in England eine Kantine bauen wollten. Also das Erste, wo ich also nach Aston Martin komme, ist natürlich zu sagen, wir brauchen mit dem, was wir jetzt haben, das muss einfach eine gute Qualität sein. Da darf nichts scheddern, da muss ich rattern, das muss alles passen, was da drin ist. Qualität kann ich relativ schnell machen am bestehenden Becher. So. Zu Qualitätsgedanke gehört natürlich nicht, dass ich, wenn das Auto halb fertig ist, mich mit meiner Butterstulle auf den Ledersitz da reinsetze und dann da drin esse und vielleicht noch aus dem Napf da irgendwas draus mache. Das war dort einfach so. Die haben die morgens ihren Tee da drin getrunken, mittags Mittag gegessen. Im Auto. Im Auto. Im halbfertigen Auto, das da irgendwo stand, sind die da. Ja. So, und das gehört natürlich zum Qualitätsgedanke. Für mich ist das ein absoluter No-Go. Absoluter No-Go. Und das zeigt ja auch die Mentalität, die man hat zur Qualität. Da, vielleicht wird es gar nicht verschmutzt, aber es ist das, wie geht man damit um? Das ist der Punkt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich baue euch eine Casino und dann geht ihr dahin zum Essen. Und da haben die gesagt, Moment mal, seit 20 Jahren, wo wir jetzt da dabei sind bei dem hier, essen wir im Auto und wir wollen weiterhin im Auto essen. Und dann streiken die. Die haben wirklich gestreikt, die haben 2 Wochen lang gestreikt. Nur, ich habe denen gesagt, Jungs, ihr könnt streiken, solange ihr wollt. Wir bauen gerade plus 600 Autos, ist mir völlig wurscht. Und dann kommt das Gute ich ja dazu, dass die englischen Gewerkschaften ja gar nicht bezahlen für die Mitarbeiter, wenn die streiken. Die kriegen ja kein Streikgeld. Ach so. Und damit kannst du natürlich warten, bis denen das Geld ausgeht. So. Und dann haben wir ein Casino gebaut. Schön. Und alles war Paletti. Mhm. Und dann haben die angefangen, auch Qualität im Auto zu machen. Und das ist auch ein Punkt, der mich sehr freut. Der DB7 GT in 2003, der hat die höchste Stückzahl gehabt in seiner ganzen Laufbahn. Normalerweise hast du ja, am Anfang steigt es hoch, dann fällt es runter und am Schluss guckst du halt noch mit Marketingmaßnahmen, wie beim 993 noch dicke Kotflügel und alles so Sachen. Nee, das Auto war einfach, zum Schluss war das eine super Qualität in dem, was es hergeben konnte. Und deshalb hat sich das Auto so gut verkauft. Mhm. So, und da bin ich auch drauf stolz, dass das eben nicht so ein Auslauf kommt und jetzt guckt den Schrott hin, sondern das war es. Ja. So, also das zu dem DB7 und zu der Qualität. Und da gibt es nochmal zu der Qualität gibt es ja nochmal was. Das Erste, was ich wollte in Gaydon, wenn wir das gebaut haben, ich wollte den ganzen Boden Kostengründen, muss man machen, keinen beschichteten Boden haben, das kostet nämlich Geld, sondern macht den Beton glatt wie hier, so, und poliert den schön und wunderbar. Haben die auch gemacht. Hat uns richtig Geld gespart, von meinen 50 Millionen, die ich hatte. Hat aber den Effekt gehabt, dass die Jungs das natürlich jeden Tag poliert haben. Zum Schluss war das so rutschig auf den Wegen, dass das war wie Eis. Wir mussten dann die Gehwege, also die Wege, wo man läuft zwischen den Autos, die mussten wir trotzdem beschichten, weil die Leute hingefallen sind, weil das so poliert war. Also das ist dann das, was ein sauberes ist ja ein bisschen. Und das Dritte, was ich wollte, dass die Jungs in der Montage weiße Kittel anziehen. Aha. Weil die haben natürlich blaue oder schwarze gehabt, weil da sieht man den Dreck nicht so ganz gut. Und das hat, ich weiß nicht, ob sie heute das noch haben, aber die haben weiße Kittel haben sie gehabt wahrscheinlich in 2010, 2011 rum, waren wir in weißen Kittel, weil die sich natürlich so lange dagegen gewehrt haben, weil sie gesagt haben, da kommen ja Kunden und wenn wir dann dreckig sind, dann sieht es ja schlecht aus. Also nee, Leute, ihr müsst euren Arbeitsplatz so sauber machen. Ihr müsst das, was ihr arbeitet, darf nicht dreckig sein. Mhm. Dann werdet auch ihr nicht dreckig. Und das hat mir, ich glaube von 2009 war es wahrscheinlich. So lange hat mir das gedauert von Gaydon, bis wir da reingekommen sind, bis ich zu weißen Hemden kam. Bis die nicht mehr am Morgen zum Neuen den Anzug wechseln mussten, weil der dreckig war, sondern
das war alles sauber. Und das finde ich natürlich auch so eine Geschichte und der Mentalität, die muss man hinbringen, die müssen die verstehen. Denn ich kann die weiße Kittel hinlegen und wenn der das nicht will, dann hat er jeden Tag und nach einer Stunde ist er dreckig. Mhm. Ich muss das dazu kriegen, dass er das selber will und selber stolz ist darüber, dass er das jetzt hat. Und das ist mir eigentlich in England, muss ich sagen, ziemlich gut gelungen. Das glaube ich auch. Sie hatten am Anfang, Sie sind auch, Testfahrten haben Sie natürlich gemacht, was die Qualitätssicherung anbelangt. Da sind Sie in einigen Motoren auch hochgegangen, oder? Ja, das war natürlich auch so ein Ding. Ich bin ja mein eigener Testfahrer. Der erste, den ich geschlachtet habe, das war ein Vanquish, 12-Zylinder-Motor. Und zwar, die Autos sind ja nur in England auf der Landstraße gefahren worden. Und dort sind ja keine überall Geschwindigkeitsbegrenzung sowieso. Ja. Und ich sage, okay, ich nehme das Auto jetzt mit, nehme das mit nach Düsseldorf und dann fahre ich nach Aachen. Ja. Düsseldorf nach Aachen, freie Strecke und sind ja plus, glaube ich, 50 oder 60 Kilometer. So und sagen wir, 20 Kilometer außerhalb von Köln gucke ich in den Spiegel. Das ist das Interessante, wenn ein Motor platzt, in dem wir sind. Dann sieht man zuerst die Dampfwolke, und dann erst wird das Auto langsamer. Ich gucke also, ich fahre da meine 250, 60 oder 70, weiß ich drauf, glaube ich, Auto ist ja auch gegangen. Und dann bin ich schon immer am Gucken, sehe ich in meinem Spiegel, wo der weiße Dampf überall kommt. Okay, dann hört das Auto auf zu laufen, dann waren wir fertig. Der zweite war in England. Da habe ich auch von London nach Gaten, da kann man ja auch mal ein bisschen schneller dazu fahren, da habe ich auch einen Motor geschlachtet, was aber durchaus nichts Ungewöhnliches war. Da hinten habe ich einen Bleuel vom 5,4 Liter 928, da war ja ein 5 Liter und dann wollte ich eine Leistungssteigerung 5,4 Liter. Haben sie mir die Jungs aber gesagt, pass auf, das Bleuel wird das nicht aushalten, wenn da jetzt mehr Leistung, mehr Drehmoment und so weiterkommt. Da bin ich auch mit dem Auto unterwegs gewesen und dann habe ich den irgendwo oben in zwischen Köln und Frankfurt habe ich den auch abgelegt, weil das ganze Motor verrissen, das Bleuel ist gebrochen und die Brocken von dem Bleuel habe ich da hinten liegen, die haben sie dann auf dem Holz geschenkt, war ja nicht tragisch, weil jetzt haben wir gesagt, okay, das Bleuel geht nicht, müssen wir halt für den Motor jetzt ein besseres Bleuel machen und ein besseres Bleuel gemacht, dann war das in Ordnung. Also insofern habe ich so mit den Sachen schon eine gewisse Erfahrung. Aber es war tatsächlich so, auch mit den DB7 und den Vanquish. Also wir hatten eigentlich, auch wenn meine Frau da drüben war am Anfang, wir haben fast keine Fahrt drin gehabt, wo wir nicht irgendwo stehen geblieben sind, weil wir eine Elektrikfehlerkette hatten oder sonst irgendwas. Was dann kein Problem war, rufe ich beim Workservice und sage, du, wir stehen da und da, komm vorbei, hol uns ab und hol das Auto ab. Hier, aber das war dann nach drei Jahren war das vorbei. Ich habe also seither und mit den neuen Autos, mit den VH-Autos, kein einziges Mal irgendwo liegen geblieben. Im Gegenteil, wir fahren ja gern Autos. Also meine Frau und ich, wir fahren wirklich, ich bin der mit Aston Martin am meisten gefahren ist. Ich bin ja oft von Gaten nach Düsseldorf gefahren. Wenn ich nicht geflogen bin, im Auto, haben wir in Deutschland was zu tun gehabt oder sonst braucht man das Auto. Wir sind von New York nach Montana gefahren mit dem DB9 Volante. Keine Autobahn, also quer durch, irgendwo, alles so. Und wo auch die Leute gesagt haben, ja, das kannst du nicht machen. Wenn da irgendwas passiert, da gibt es der nächste Händler, ist 500 Kilometer weg oder sonst irgendwas. Ich sage, ich brauche keinen Händler. Das Auto hält das aus, das läuft, das geht da rein. Schotterstraßen. Wenn du in Amerika von den Highways weggehst, dann hast du irgendwo asphaltierte Straße und dann kommt plötzlich 50 Kilometer Schotter, weil da keiner fährt. Wunderbar, kein Reifen kaputt, am Auto nichts, perfekt. Also das war für mich schon ein Standard. Der Standard war Porsche. Mhm. Mit Porsche mache ich in Alaska bei minus 40 Grad oder im Death Valley bei plus 50 oder plus 60. Das muss das gehen. Mhm. Da gibt es nichts, dass das aufhört und dass du da hast und sowas. Ich denke, das habe ich mit Aston Martin schon erreicht, dass man mit dem Auto im Grundsatz einen Flughafen fahren konnte, nach 14 Tagen, auch das Thema, Batterie geht runter. Nach 14 Tagen kommst du wieder, ist die Batterie leer. Nee, heute halten die Batterien locker 6 Wochen, 7 Wochen halten oder 8 Wochen, ohne dass sie flatt werden, weil das so gesteuert ist, dass das nicht passiert. Hm. Und sonst, was soll das? Da darf nichts passieren, ganz klar. Also die lange Strecke. Und dazu gehört natürlich der Nürburgring, dazu gehört die Erprobung auf dem Nürburgring, dazu gehört, dass ich das erste Mal angefangen habe, ich habe für den V8 eine Deutschlanderprobung gemacht mit, wie viele Kilometer sind wir gefahren? 30.000
30.000 oder 40.000 Kilometer. Auf der Autobahn? Ja, das hat es ja noch nie gegeben, dass wir sowas gemacht haben. Und dazu habe ich einen Fahrer, mein ehemaliger Fahrer bei Flender, den ich hatte, der war ja Fahrer, den habe ich engagiert. Der ist jeden Tag mit dem Auto, jetzt muss ich gerade überlegen, wie viele Kilometer gefahren ist er. Ich glaube, der ist jeden Tag 800 Kilometer gefahren. Und dann in der Nacht, ich habe dann Leute von, also weil ich wollte, dass meine Mitarbeiter mit dem Auto fahren. Mitarbeiter von England darüber geflogen. In Frankfurt haben wir die Autos getauscht oder den Fahrer getauscht. Da sind die Nacht gefahren und der, oder der ist ja Nacht gefahren und die sind tags gefahren. So muss man sagen, Nacht. Okay, okay. Also ich habe dann pro Tag so knappe 2000 Kilometer mit den Autos gemacht und haben da in relativ kurzer Zeit ohne Probleme meinen Dauerlauf gemacht und habe die Leute gehabt, die drauf das erste Mal mit so einem Auto überhaupt dann fahren konnten. Das war ein Riesenproblem. Wie können die Leute in Deutschland Auto fahren, versicherungsmäßig, bla bla bla, und alles so Sachen. Aber haben wir alles durchgezogen. Das war auch so eine Geschichte, das Qualität. Ich muss hier auf der Autobahn fahren. Ich muss hier auch nicht nur mit 80 oder 90 oder 110 fahren. Ich muss auch mal entsprechend schneller fahren und das über Dauer zu machen. Und dann gehören Nürburgring, 8000 Kilometer vom Nürburgring, sind wir genauso gefahren, wie man da macht, auch mit den Standards. Da haben wir ja den Testcenter da oben gehabt. Und das nächste, was dazugehört, ist natürlich, dass wir Rennen fahren damit. Deshalb haben wir das gelbe Auto, ist von 2006, noch an einem V8 Vantage, der da als GT4 Auto läuft. Und der ist 2004 das erste Mal VLN und dann die 24-Stunden-Rennen Nürburgring gefahren. Und ist das letzte Mal, jetzt in 2016, haben wir das letzte Mal 4-2-Stunden-Rennen mit dem Auto gefahren. Und das ist alles original, ne? Ja. Also da nur die Sicherheitseinrichtung fürs Rennen, aber Motorgetriebe ist alles Serie. Ja, oder? Halt gut, das sind nicht ausgewählte Motoren natürlich, ja, aber ja, nichts, einfach das ist alles normal Standard. Ja. Und mit dem Auto, also wir haben ja mehrere Autos gehabt, viele Autos gehabt. Ich habe ja mit dem Rapid ist mir Rennen gefahren, mit den Zagados sind wir Rennen gefahren. Ich habe mit dem Akio Toyota mal die Autos getauscht. Ich bin sein NSX gefahren und er mein V8, den Zagado da oben, den grünen. Ja, und so ging das durch und das sind meine, also das Beste, was ich erreicht habe bei 24-Stunden-Rennen, war, glaube ich, 22. Gesamtklassement. Mehrere Klassensiege, zweite, dritte, aber bei einzigen, also ich bin ja kein Rennfahrer. Ja. Also ich bezeichne mich auch nicht als Rennfahrer, aber ich habe halt, sagen wir, ich kann mit dem Auto umgehen. Meine Profis sind sicherlich mit dem Auto schneller, aber für mich ist natürlich Langstreckenrennen auch ankommen und wenn ich ankomme, also wir haben mehrfach das gehabt, dass wir in der Klasse Letzter waren beim Qualifying und am Ende Erster waren, weil die anderen entweder das Auto kaputt machen oder so. Mein bestes Erlebnis in dem Zusammenhang war, da sind wir Klassensieger geworden in 2014 war das gewesen. Ich bin normal dann immer den letzten Stint da gefahren, weil das immer das Schönste ist, wenn die da alle winken und alles, so muss ich ein bisschen was genießen, muss man ja auch. Und in die letzte Runde habe ich der Zweite, der war in der gleichen Runde, aber so circa 10 Minuten dahinter. Also gerade praktisch knapp eine Runde dahinter und ich fahre in den Grand Prix-Zirkus rein und plötzlich habe ich ein Reifenproblem, also richtig einen Schock und so. Und sage ich, so was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt auf die Nordschleife raus, weil der da hinten kommt? Oder gehe ich zurück an die Box? Lass mir die Reifen wechseln, gehe wieder raus, bin dann, das kostet mich 4-5 Minuten, dann stehe ich 5 Minuten da dran und bin dann sicher. Und dann habe ich mich auf dem Grand Prix natürlich ganz kurzfristig, müssen sich ja vorbereiten, und gesagt, okay, ich komme raus, ich komme zurück, fahre raus, lass die Reifen wechseln und dann fahre ich meine letzte Runde, hat gerade gereicht. Wir waren dann, haben wir so 5-6 Minuten vor dem Zweiten da gewesen und ich weiß von dem Zweiten, jetzt wieder, das war der BMW, der Göschel war mal Entwicklungschef bei BMW. BMW, ja. Ja, dem sein Sohn fuhr da auf dem Auto, der kam nachher und sagt, sie hätten, wo ich in die Box kam, in der letzten Runde, wären sie beim Jubeln gewesen. Weil jetzt war sie ja nicht vorne, Flöte gepfiffen. Das war einfach die sichere Variante, weil wenn was mit dem Reifen gewesen wäre und ich stehe dann da draußen, dann gibt's gar nichts. Ja, genau. Ja, und er hat gesagt, also das sind natürlich so Sachen, die entscheidet man, oder? Auch bei Aston Martin, das ist nochmal so eine, eigentlich für mich eine herausragende Geschichte, die heute überall gilt. Ich wollte im DB9,
ich wollte das Automatgetriebe beim Schalten, dass das beim Runterschalten vom dritten in den zweiten oder vom vierten, fünften, wenn es runterschalten, dass die Drehzahl angehoben wird. Mhm. Das, was heute der Standard jedes Auto macht, ist. Ja. Jedes Auto macht es. Ja. Aber ich war der Erste. Ich war der Erste, der das haben wollte. Ich habe gesagt, mach das, meinen Jungs, bei der ZF. Und dann war ich bei der Erprobung in Amerika, irgendwo in Arizona, sind wir unterwegs gewesen und fahren Pass hoch. Und das ist nicht da drin. Das Auto hat normal das, wo das gegen, das das, gegen die Drehzahl läuft. Ja. Dann habe ich dort sofort gesagt, so, jetzt fahrt mich an den Flughafen, ich fahre jetzt heim. Ihr habt nicht das gemacht, was ich hier haben will. Ich will mit der Erprobung, wir stoppen das sofort. Fahre ich heim. Das ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, habe ich dort die ganze Getriebe, Motorenleute da versammelt im Besprechungsraum und da habe ich es erstmal geschrien. Die angeschrien, weil sie das nicht gemacht haben. Und dann sind sie natürlich klar, dann sind sie wieder zurück zur ZF. Und vorher haben sie gesagt, man dürfte das nicht wecken, wegen amerikanischen Legal und alle solche Sachen, da gibt es nichts Legal. Der ZF. Und dann haben sie das gemacht und die ist mit der Schaltung und sagen wir, zwei Monate später war das da drin. War dann in den Autos drin. Ist eine super Geschichte. Mhm. Und das, der Höhepunkt von der Geschichte ist, dass wir bei der ZF die Ersten waren und die Einzigen waren, die das hatten. Und der BMW als Hauptkunde von der ZF hatte das nicht. Und der Göschel als Entwicklungschef bei BMW zum damaligen Zeitpunkt, der hat eins von unseren Autos gehabt, fährt mit dem Auto, sagt, Moment mal, Der schaltet ja, der dreht ja die Drehzahl hoch beim Runterschalten, der macht das ja. Ruft bei der ZF an, ruft den Chef dort an und beschwert sich bei dem lauthals darüber, warum Sie, BMW, das nicht haben und der kleine Aston Martin das hat. Antwort von dem, der hat mir das ja noch, das erzählen wir ja sich, der sagt, weil du nicht danach gefragt hast. Du wolltest das nicht haben. Ja. Und der Betz wollte das so haben, deshalb hat er das gekriegt. Und hat sogar geschrien, da muss man es erst recht machen. Ne? Ja, und natürlich hat er das nachher auch gekriegt. Die haben drei Monate später haben die das auch gehabt. Ja, und alle Autos haben das heute auch. Aber das war jetzt so ein Erlebnis, wo du im Prinzip das Gefühl dafür haben musst, was geht und wo du das wissen musst, dass wenn die Leute dir sagen, das ist nicht legal, das steht im Gesetz, das ist sowieso, sagt, okay, prima, zeig mir, wo das steht, dass ich das genau, dass ich selber lesen kann. Die meisten Leute oder viele würden sagen, aber wenn dein Mitarbeiter kommt und sagt, das ist nicht legal, okay, das ist nicht legal, glaube ich dir mal. Mhm. Ja. Aber der hat es ja vielleicht selber auch nicht verstanden, muss man ja unterstellen können. So, und das sind eben solche Sachen, wo ich kann sagen, da bin ich eigentlich stolz drauf. Heute redet kein Mensch mehr darüber, weil das jeder hat es, jedes Getriebe hat es. Ja. Ja. Aber das ist so eine lässige Geschichte. Was haben wir sonst noch so? Eine super Geschichte. Sie haben am Claim gearbeitet und wollten Best of English machen. Das gefällt mir auch gut eigentlich. Ja gut, ich wollte Best of English machen. Ja klar. Weil klar, man muss ja irgendwas, hat man ein Ego, macht man irgendwas so. Und dann bin ich ja hingegangen und ich sage, Englisch? Ah, Englisch. Ich habe niemanden gefunden, der gesagt hat, Englisch ist gut. Ja. Niemand. Aber ich habe ja dann auch Kontakt zu den Royals gehabt, zum you name it. Und in der Industrie und zu den Mitarbeitern und im Marketing und in der Presse. Nein, Englisch, das ist alles, also das geht nicht. Okay, also Englisch nicht. Und dann bin ich auf das Thema Britisch gekommen, Best of British. Und jeder hat gesagt, ja, British, klar. Also Best of British. Sind wir Best of British. Jetzt hoffe ich, dass die heute eigentlich immer noch Best of British ist. Ja, immer auch eine Definition sage, aber ich fand das einfach einen coolen Spruch, Best of British. Genauso wie Power, Beauty und Soul. Wenn man muss ja irgendeinen Slogan haben, den man aber im Auto natürlich nachher findet. Für was steht denn Aston Martin? Was stehen wir denn heute? Understatement, das klingt ja, glaube nicht, kann ich ja nicht sagen. Nicht? Und natürlich ist das Thema Leistung wichtig. Hm. Deshalb haben wir 12-Zylinder-Motoren, deshalb haben wir das. Und Beauty ist natürlich etwas ganz Herausragendes, in dem, wie das Auto, es gibt andere Autos, die sind auch schön, aber nicht so viel. Hm. die meinen Schönheitsstandard entsprechen. Also ich finde nach wie vor von Schönheit sprechen, der V8 Vantage, wie der rausgekommen ist, wenn der heute dasteht, passt alles, ne? Proportion. Und wenn der gut erhalten ist, also mit schön, das ist ein perfektes Auto. Das kann man eigentlich nicht besser machen. Das war auch Henrik Fisker. Mhm. Da kann man nur verschlechtern. Und das ist die Krux, dass man einfach, weil die Leute dann auch ein bisschen irgendwas sehen, weil du musst irgendwas machen, was das Auto ein bisschen verändert, irgendwas dazu tut.
Das war jetzt einfach mit dem Zagato, weil das ist einfach sowieso eine andere Karosserie. Aber ansonsten kannst du an dem Auto eigentlich nichts verbessern. Hm. Das ist so. Und das ist, wenn man einer von meinen Sprüchen ist, Perfektion ist der Tod der Innovation. Also wenn du was Perfektes hast, bist du fertig. Aus. Ja. Also es muss immer nicht ganz perfekt sein, dass du eine Chance hast, noch was draufzusetzen, ja, bei dem, was du machst. Ist zwar ein Anachronismus, aber da ist so viel Wahrheit drin. Mhm. Toll. Also wieso sind Sie irgendwann bei Aston Martin? Nach 15 Jahren war es vorbei, oder? Da haben Sie dann. Na gut, ich bin ja 2013, wollte ich aufhören. Da war ich 70. Ja. Und ich habe gesagt, mit 70 kann man ja eigentlich, ja, kann man eigentlich aufhören. Man, ja, muss, man kann natürlich, es gibt natürlich Leute, die wollen natürlich bis zum Tod umfallen, wollen sie irgendwo involviert sein und den Tageslauf. Aber ich habe natürlich nur ein paar andere Sachen. Ich wollte das Haus bauen, ich wollte ein schönes Bike machen. Mhm. Da hinten das E-Bike, auch wieder Leichtgewicht, 14 Kilo, gibt es sonst keins, mhm, als Mountainbike da geht. Und ich wollte Skifahren, ich wollte Bergsteigen, ich wollte durch Amerika fahren, wollte vielleicht mit an Universitäten oder mit sonst Leuten, die irgendwas hören wollen, sagen wollen, hör mal unverblümt, ohne dass da der Mercedes-Stern hinten glimmert, wenn du was sagst. Jemand, der aus der Branche hier kommt, sag mal was zu dem, wie siehst du denn Entwicklungen, wie siehst du, wo siehst du das mit der Elektromobilität, mit dem Wasserstoff, wo siehst du, naja, das autonome Fahren und da kann ich ja was dazu sagen. Ja, zu allen Sachen kann ich was sagen, ohne dass ich Rücksicht nehmen muss. Mhm. Und das wollte ich eigentlich tun und ich wollte nicht die ganze Woche so wie mit Ihnen. Fand ich halt cool, nicht? Wenn ich jetzt jeden Tag so einen Termin hätte, würde mich jetzt irgendwie stören. Ja, ja. Wenn ich jetzt da oben im Wald bin und es gefällt mir gerade, das ist super cool, dann will ich jetzt nicht da runter, weil ich einen Termin habe, zum Beispiel. Ja, ja. Also, und da wollte ich in 2013 aufhören, aber 2013 waren dann die Shareholder noch nicht bereit, einen richtigen Nachfolger zu haben. Mhm. Dann war der 2014 da, dann haben sie mich noch bis 2015 als Chairman of the Board machen lassen. Dann habe ich im Dezember 2015 war ich dann aus der Firma draußen, eigentlich länger, als ich das wollte. Und seither erfreue ich mich, das ist jetzt ja schon lange her, ne? Das ist 7 Jahre her, mhm, erfreue ich mich, ja, guter Gesundheit. Ich berate ein Wasserstoffunternehmen, das Wasserstoff im Verbrennungsmotor macht. Logischerweise, weil ich Wasserstoff ja immer schon habe und mit dem Wasserstoff-Hybrid-Auto ja die 24 Stunden gefahren bin. Ich bin nach wie vor der einzige Null-Emissions-Qualifizierer für 24-Stunden-Rennen. Ich habe die Qualifikation im 24-Stunden-Rennen unter Wasserstoff gefahren, also mit Null-Emission. Kann ich auch stolz drauf sein. Es war zwar ein Hybrid damals, der mit Linde Reitzle wieder, der hat den Wasserstoff zur Verfügung gestellt. Da haben wir Wasserstoff getankt und dann eben auch noch Benzin getankt. Aber das ging natürlich, der Wasserstoff ging auch in 2 Minuten oder so, war der Wasserstofftank voll, fertig, weiter. Also nicht wie Batterien laden muss. Mhm. Und so ist das Auto gefahren, 24 Stunden lang. Das war also schon eine gute Nummer. Und natürlich, das Auto hat 750 PS gehabt als Benziner und hat 500 PS gehabt als Wasserstoffauto. Jetzt ist der Wasserstoff natürlich nicht unbedingt der Treibstoff, mit dem man das Rennen so machen, als erstes machen muss. Aber das war ja ganz am Anfang von der Entwicklung. Also sicher, mhm, wir haben heute mit Direkteinspritzern auch bei viel, viel mehr von der Leistung her. Also das ist das Thema dann. Aber ich habe aufgehört. Das Ganze ist einfach. Ich habe 2016 das letzte 24-Stunden-Rennen gefahren. Habe jetzt auch keine Lizenz mehr gemacht und das hat eigentlich mehrere Gründe. Ich muss mich als 75-Jähriger mit 18-Jährigen messen. Mhm. Die 18-Jährigen sind jedes Jahr 18. Die 18-Jährigen werden nicht älter. Mhm. Ja? Aber ich werde jedes Jahr ein Jahr älter. Ja. Und das Verhalten deren, die da reinkommen und die da fahren, ist ein völlig anderes wie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Das ist die eine Seite. Also das muss nicht sein. Das zweite ist natürlich, wenn man von der Sehfähigkeit her, bin ich schon vorher nicht bei Nacht gefahren, weil das Auge ab 50 in der Adaption von hell auf dunkel, und da hat man ja, bei Nacht hat man dauernd hell und dunkel, ist man zu langsam. Also muss ich auch dazu sagen. Und dann denke ich, warum muss ich das bis zu einem Zeitpunkt machen, wo man sagt, ich könnte doch alles Segel doch mal aufhören, mit dem da drin zu fahren. Das ist, ich habe alles gehabt. Ich habe, sagen wir mal, von Top 20 Ergebnisse im Gesamtklassement bis zu Klassensiegen, sind, glaube ich, nie ausgefallen bei dem ganzen Ding.
ist doch eigentlich schön. Ja. Was soll ich jetzt mehr? Mehr kann ich jetzt gar nicht irgendwo erreichen. Und deshalb habe ich gesagt, also hör mal auf, haben wir Spaß dabei gehabt. War schön, hab das schöne Auto von damals. Würde jetzt heute zwar, wenn ich jetzt da wieder da hochkäme, einmal eine Runde wieder auf dem Nürburgring fahren wollen, weil der schon, Nürburgring ist schon eine anspruchsvolle Strecke. Mhm. So sehe ich das zumindest einmal. Gut, ich bin historische Rennen in Le Mans gefahren. Auch natürlich auch eine tolle Geschichte mit dem DBR 1, der 1957 Le Mans gewonnen hat, mit dem Carroll Shelby und Roy Salvatore. Stirling Moss ist damals auch im Auto gefahren, aber ich bin Zweiter geworden. Aber ich bin mit dem Stirling Moss in diesem Winnerauto die historischen Le Mans gefahren. Okay. Und das ist natürlich Wahnsinn, auch so, ja. So eine Geschichte, wenn du mit dem mit einem Stirling Moss das Auto teilst. Und der natürlich da drin sitzt mit seinem alten Helm und der hat die historischen Fahrer, Rennfahrer, die kriegen die Sondergenehmigung, dass die mit ihrem alten Anzug und mit ihren alten Dingen fahren können. Okay. Und ich habe auch 2 Jahre habe ich gebraucht, um den zu überzeugen, dass er mit mir das macht, weil er nicht mehr gefahren ist. Mhm. Ich sage, komm, es kommt nicht darauf an, dass du schnell bist. Du musst dort dem Publikum winken. Das ist wichtig. Die wollen nicht, dass du. So, und dann hat er das gemacht und ich bin dann den Start gefahren, weil beim Start muss man aufs Auto zulaufen, das konnte er nicht. Mhm. So. Und dann war für mich, sag mal, fast das Allerschlimmste, weil so alte Autos, da geht ja was kaputt, da passiert was, da führt einer ran, da ist irgendwas ist immer nicht. Und gerade in so einer Situation, ich musste dieses Auto zurückbringen, dass der ins Auto sitzen kann und losfahren kann. Ja. Stell dir vor, ich mache das ganze Ding, das Auto geht kaputt. Ja. Also ich habe sowas, also da habe ich Adrenalin pur gehabt. Ja. Mehr wie sonst irgendwo, weil das so eine Situation war, aber war natürlich ein tolles Erlebnis. Ne? Hm. Ja, glaube ich. Also das klingt nach einem wirklich ganz, ganz erfüllten Berufsleben mit allem, was Sie erlebt haben, mit allen Orten, an denen Sie waren. James Bond haben Sie auch von BMW weggebracht und wieder zu Aston Martin geholt. Ja, klar. Also, habe ich da das sogar mitgespielt. Das habe ich da hinten, durfte ich mal mitspielen. Das war, wir haben ja ein gutes Verhältnis mit der Barbara Broccoli und dem Michael Wilson, die Produzenten, das Ganze machen da drin. Auch mit dem Daniel Craig oder mit dem Pierce Brosnan. Pierce Brosnan war der erste, den ich hatte mit Pierce Brosnan. Denn da habe ich auch ein Bild davon, wo die kriegen ja alle Autos von denen da, wenn der Pierce Brosnan das Auto abholt oder mit dem Daniel Craig war es natürlich ganz besonders, weil mit dem Daniel Craig bin ich auch mit den Autos gefahren, was er kriegt, da in Newport Packing sind oder Roundabouts und ich liebe Roundabouts, wenn sie leer sind. Also Roundabouts, wenn sie voll sind, ist nichts. Ja. Aber wenn sie leer sind, dann kannst du, auch wenn einzelne Autos kommen, du kannst ja das richtig taxieren, kannst da drauf zufahren und dann aber mit Fullspeed da reinfahren. Und ich habe den Daniel Craig im Auto da drin. Ich fahre da und mache mal auch wieder zweiter Gang Roundabout drin und fahre das im Ding raus, nächstes gerade, kommt hinten Polizei, Blaulicht. Okay, schön. Halt dich natürlich. Muss anhalten, sagt er. Sagt der Polizist, das Auto hat so geklungen, als ob sie sehr schnell gefahren wären. Er hat dann nicht gestoppt gehabt, sondern einfach, weil das eigentlich, wenn du dem die Drosselklappe aufmachst und im zweiten Gang Vollgas gibst, dann da ist was drin. Natürlich war ich schnell. Aber so, sage ich, ja, das liegt aber an dem Auto, der hat ja sowieso Drosselklappe und ich bin da vorne und so. Und wenn Sie daran interessiert wären, wäre Sie gerne mal ein, dass Sie mal ins Werk kommen und mal das angucken, wie das Ganze geht. Okay, langsam fahr so weiter. Also das war so mit dem Daniel Craig und da bin ich auch mit der Barbara Broccoli, habe ich das auch gefahren kennt vorher. Wahrscheinlich war ich schon, weil ich schon 2 oder 3 Mal auf und runter kenne, ist dann irgendwann die Polizei da gekommen. Und die Barbara Broccoli ist natürlich kein derer, die dann so da drin irgendwo fährt. Die sagt heute noch, mit dir steige ich nie mehr ins Auto. Und einer meiner Schauspieler kommt auch nicht ins Auto rein, weil jetzt ist das ja, naja, aber das ist aus dem Spaß heraus. Also fantastisch, faszinierend. Faszinierende Marke. Also mein Herz schlägt zugegeben noch mehr für Aston Martin als für Deu. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für die tollen Einblicke in Ihr Berufsleben. Sagen wir mal so, ich persönlich bin der Meinung, deshalb habe ich ja das Buch geschrieben. Das Buch habe ich ja 2013 zu 100 Jahre Aston Martin herausgebracht, wo ich, sagen wir mal, nicht
so wie andere solche Sachbücher, wo dann drinsteht, am 7. Mai um 13.30 Uhr hat er sowieso das gesagt und so. Das ist ja alles nicht so wichtig, sondern wichtig ist für mich der Punkt, wo die da drüben sagen, 300 Millionen in 5 Jahre. Oder der Wolfgang Reitze sagt, okay, ich wollte eigentlich ein Mittelmotorauto, aber es ist deine Entscheidung. Ja. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Oder das andere ist ja auch nochmal, die Story. Ich wollte ja die ganze Firma kaufen in 2007. Sie wollten die wirklich kaufen? Ich wollte die kaufen und ich habe gesagt, was ist die wert? Habe die selber, ich habe immer mal bewertet in meinem Fenster, habe gesagt, 1 Milliarde ist die wert. Und ich habe dann einen Banker gehabt, der mir einen Brief geschrieben oder einen Brief gegeben hat, er gibt mir 1 Milliarde Dollar für die Finanzierung der Firma. Und damit bin ich nach Detroit gefahren zum Bill Ford. Wie man das also sehr richtig macht, habe aber nicht mit dem einen Termin gemacht, was man normalerweise macht. Bill Ford ist ja immerhin sonst irgendwo, sondern ich habe natürlich über meine Sekretariatsverbindungen herausgefunden, wann ist der Bill Ford in Detroit? Wann ist der da? Wann ist er im Office? Also in den 3 Tagen ist der Bill Ford da. Also habe ich gesagt, okay, dann fliege ich darüber hin und dann gehe ich einfach mit meinem Brief. Ich möchte die Firma kaufen, 1 Milliarde. Hier ist mein Angebot. Da steht es so. Ich gehe einfach in das Büro und sage, ich möchte gerne den Bill Ford sprechen. Da sagt das Mädel, die dort kennt ihn, sagt, oh, der Bill ist schwer beschäftigt, aber vielleicht kannst du übermorgen wieder, können wir einen Termin machen. Dann habe gesagt, okay, aber ich habe einen Brief für ihn. Habe den Brief aber nicht zugeklebt, sondern offen gelassen, also bloß so zu. Ich habe dann einen Brief geben und habe gesagt, okay, vielleicht kannst du den Brief dem Bill geben und dann bin ich drüben im Holiday Inn oder was das Hotel darüber war. Ich war noch nicht im Hotel. Ist der Anruf gekommen, ob ich jetzt sofort wieder zurückkommen kann. Bill Ford möchte mich sehen. Mit 1 Milliarde kann man einiges erreichen. Wollte Bill Ford mich sehen. Na klar, natürlich habe ich um Absatz umgedreht, bin da drüber rüber. Hat der Bill Ford gesagt, also pass auf, ich sehe das ein, wir machen den Deal. Ich habe gesagt, okay, da bin ich raus, da habe ich natürlich für mich Celebration gemacht, bis ich dann wieder in Gaten war und dann kam da der Anruf und gesagt, also die Governance in Amerika mit Public Companies lässt nicht zu, dass ein wesentlicher Firmenteil oder ein Firmenteil an einen Mitarbeiter verkauft wird. Okay. Geht nicht. Wir können das nur machen als eine Auktion. Ja. Du kannst dafür bieten, musst auch dann aus der Firma raus, du kannst dafür bieten. Und was kann man sehen, andere Leute können auch dafür bieten, so wie das irgendwie ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich aber anders, weil mein Banker, mit dem muss ich dann sprechen, der sagt, wenn die eine Auktion machen, dann habe ich natürlich andere Kunden von mir, die da vielleicht auch bieten, dann kann ich einen nicht bevorzugen bei dem Ding. Also ich kann das Ding nicht aufhalten, wenn die zur Auktion kommen. Mhm. Okay, dann bleibe ich innen in der Company. Und dann bin ich einer der, die raussucht oder mitentscheidet oder wesentlich mitentscheidet, wer kriegt es. Und dann bin ich ein Teil von denen, die da drin sind. Dann kriege ich dabei auch einen Anteil an dem und meinen Job für das, wie das weitergeht. Also das war der Prozess da drin. Und im Endeffekt war der Verkaufspreis dann 980 Millionen. Also die Milliarde war das praktisch gewesen. Und in Bezug auf alle Deals, die bei Ford so gemacht worden sind, mit Jaguar, Volvo, Land Rover und so weiter, war das ein richtig guter Deal für Ford, weil gekauft haben sie Aston Martin für nichts, eigentlich für einen Euro oder für irgendein, also was damals der Bill Ford vorher gemacht hat. Und mit dem, dass ich einen Profit gemacht habe, sind die 300 Millionen auch zurückgezahlt gewesen. Also das heißt, wir waren dort cash neutral und dann kam natürlich der Verkaufspreis dazu. Also klar, und der Vorgang selber ist auch, ich kann über Ford den Bill in seiner Rolle und den Finanzchef und den Controller und den, ich kann wirklich überhaupt nichts Schlechtes sagen, dass ich da immer im Rahmen von dem, was fair und was business-oriented ist, außer dem Fußball geschäftert, die aber nicht zu verantworten haben. Ach, dieses 1860-Ding, ne? Ja. Oder? Ja, okay. Also das ist so, ich weiß ja, dass wie Ford in der Öffentlichkeit eigentlich gesehen wird. Und auch bei Aston Martin war das am Anfang so. Da komme ich dahin, da haben die Mitarbeiter, das kriegst du dann auch mit, da haben die gesagt, jetzt kommt wieder einer von Ford. Der ist im halben Jahr sowieso nicht mehr da. Der müsst nicht machen, was der sagt. Den braucht er. Tut euch nicht danach richten. Und da habe ich einen Mitarbeiter gehabt, der meinen Job eigentlich haben wollte.
Und dann habe ich natürlich auch dort nach relativ kurzer Zeit gesagt, also pass auf der Basis können wir nicht arbeiten. Liebe Mitarbeiter, ich bleibe hier 5 Jahre, ich will aus dem Ding was machen. Und du suchst dir jetzt einen anderen Job, weil ich kann damit nicht leben, dass du das hintenrum so machst. Der andere Job geht jetzt aus der Firma raus und ich bin meine 5 Jahre nicht bloß da geblieben, sondern ich war dann letzten Endes 15 Jahre in der Firma. Und deshalb betrachte ich eigentlich Aston Martin, ist meine Firma und alles, was heute dort passiert, basiert ja auf dem Erfolg, den wir hatten. Ja. Siehe V12 Vantage da drin und das, was mit DB9 und DBS und Superleggera, die VH-Architektur, ist 20 Jahre alt. 20 Jahre. Und wir waren mit dieser modularen Struktur vor den großen. Ich habe mich allerdings in Korea schon mit modularen Konzepten beschäftigt. Okay, ja. Und habe mich da sehr viel darum beschäftigt, wie kann ich bei Deo mit einem modularen Konzept verschiedene Autos machen und so. Und deshalb war das im Prinzip naheliegend. Volkswagen hat dann so Mitte 2005, 6, 7 haben die auch modulare Konzepte angefangen und das ist so gemacht, was sich vielleicht jetzt wieder ein bisschen verwässert. Aber da waren wir schon auch ziemlich, ziemlich vorne dran. Aber bereuen Sie das, dass Sie Aston Martin nicht gekauft haben oder nicht kaufen konnten? Nein, nicht. Das wäre ja Wahnsinn gewesen. Also ich meine, das kann man sich gar nicht... Wenn ich das nicht kaufen könnte, wenn das gelaufen wäre, ja gut, das wäre eine andere Situation. Hm. Nein, ich muss jetzt heute sagen, ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl. Nächstes Jahr bin ich 80. Also mit 80 kann man auch, ich kann nicht sagen, ich habe nochmal mehr Geld, nochmal mehr dazu hin. Ich finde das, was ich dort kreiert habe, insgesamt oder was auch bei BMW passiert war, mit dem, was man dort einen Push gekriegt hat. Und BMW ist heute bei Mercedes ja schon damals, Mercedes auf Augenhöhe gewesen. Bei Porsche habe ich mir nichts vorzuwerfen. Bei Flender, die sind heute, gehören die am amerikanischen Konzern. Im Übrigen, David Braun war Getriebehersteller. Deshalb, der hat Traktoren und Getriebe gemacht, hat sein Geld damit verdient. Na, okay. Ja, der hat auch Schiffsgetriebe. Stimmt, hat immer reingebuttert, ne? Ja, hat immer das da reingemacht. Insofern war das Flender gar nicht so verkehrt, kommst vom Getriebe zu Aston Martin. Also ging schon so. Aber heute ist es so, ich habe ja viel erlebt. Wir haben ja 1974 haben wir ja die Ölkrise gehabt. Mhm. Der Club of Rome hat 1974 gesagt, im Jahr 2000 haben wir kein Öl mehr. Die Quellen sind versiegt bis dahin. Mhm. Wir haben damals Geschwindigkeitsbegrenzung gehabt, überall auf der Autobahn auf 100. Wir haben Sonntagsfahrverbote gehabt und ich bin damals bei Porsche gewesen. Ich musste oft nach Wolfsburg und ich musste zugeben, ich bin jedes Mal, wenn ich nach Wolfsburg gefahren bin, da haben wir noch nicht so viele Überwachungen gehabt, aber zwischen jeder Autobahnbrücke Vollgas und dann wieder runtergebremst, weil ich nicht, und jedes Mal gesagt, das könnte heute das letzte Mal sein. Wenn sich das fortsetzt, dann ist das aus. Das war, so bin ich damals nach Wolfsburg gefahren. Das war jetzt vor 50 Jahren, muss man sich mal überlegen, vor 50 Jahren war das schon so. Und dann gab es die Zeiten auch schon in der so Anfangszeit, wo es Porsche ziemlich schlecht ging, wo man Leute entlassen hat oder entlassen hat müssen und reduziert hat, wo du da gesessen bist und sagst, du bist jetzt gerade frisch verheiratet, bist sowieso, kommst du jetzt dran, weil du noch keine Kinder hast oder so. Also ich bin auch durch solche Zeiten durchgegangen und wir sagen ja immer, so schlechte Zeiten waren noch nie. Nee, das war schon so häufig, war das so gewesen. Dann bin ich bei Porsches, wo wir IndyCars, also in der IndyCar-Serie gefahren bin, bin ich ja fast jede Woche, wenn da ein Rennen war, bin ich Freitag abends darüber geflogen, sonntags wieder zurückgeflogen, weil ich da dabei drin war. Oder ich bin mit der Concorde über Paris nach New York, wenn wir ein New York-Meeting haben, mit der Concorde darüber geflogen und mittags Meetings und abends wieder zurückgeflogen. Oder so Zeug. Also ich brauche eigentlich, das sind so tolle Erlebnisse. Ich habe mit dem 911 Cup Auto in Hockenheim einen Unfall gehabt, wo ich gegen die damals noch vorhandene Mauer bei den Zuschauern im Turm da drin, menschlicher Fehler, Fahrfehler, und danach habe ich mir Wirbelsäule gebrochen. War nicht so schlimm, ich bin wieder geheilt. Ne? Solche Sachen macht man ja. Aber da war nicht im Rennen, sondern habe ich trainiert, da war ich dort zum Training und habe ein Auto gehabt, wo ich nicht Stress, Porsche, Vorstand, schnell dahin gefahren,
nicht die Fahrerschuhe anzogen, sondern weil man Zeit war knapp, normale Schuhe da rein, habe ein Cup-Auto gehabt von einem Fahrer, der sich speziell das Auto gerichtet hat, wo Bremspedal und Gaspedal bündig nebeneinander waren, weil der so komisch gefahren ist. Ich das aber nicht angeguckt habe vorher. Ich fahre dann los, war zum Bremsüben war das, drück voll auf die Bremse, geht das Gaspedal mit und das Gaspedal und der Antrieb überdrückt die Bremse, das Auto wird immer schneller. Da drin, sagt, das ist Ding kaputt, fahre ich dann zurück an die Box und sage, da ist die Bremse, was ist nicht in Ordnung? Und guckt das immer noch nicht richtig an und fahre, die sagen, das ist alles in Ordnung, bringt, fahr nochmal und dann in dem Motorraum kommt man rein, geht's raus und dann kommt man auf die Zielgerade wieder. Und damals war danach eine kleine Grasbüschung und danach kam der von den Zuschauern der Beton. Mhm. Und ich hau dort wieder und Vollgas und voll auf die Bremse. Und voll auf die Bremse und das Ding geht voll geradeaus. Und dann, weil das so Gras war, das heute ist Kies, weil das Gras war, ist das Auto da drüber gesprungen und dann konnte ich eigentlich nichts anderes machen, nicht jetzt lenken und seitlich, sondern sage, jetzt fahre ich voll dagegen die Mauer und dann bin ich da drin, platsch, sage, jetzt habe ich mir die Wirbelsäule gebrochen. Bin ich ausstiegen, habe mich hingelegt, also so hingelegt und klar, warte ich so. So Sachen hat man irgendwo. Ich habe auch bei Porsche, der Wiedeking hat ja jahrelang erzählt, dass Porsche immer darunter leidet, wie viele Autos ich gecrasht habe. Weil okay. Da hat der dazugehört. Ich habe einen 928 auf der Autobahn zerlegt, ich habe einen 11er auf der Autobahn zerlegt, aber alles Dinge, wo ich tatsächlich nichts, also wirklich nichts dazu konnte. Aber das sind alles solche Erlebnisse. Ich fahre nachts um 12, mundhell, wirklich mundhelle Nacht von München nach Stuttgart. Und da, wo die Autobahnkapelle, da gibt es eine Autobahnkapelle, da geht es runter. Kein Verkehr. Ein Auto vor mir. Ich 2,50 und das Auto macht plötzlich so rüber. Und da gab es dann, für mich gab es dann eben auch mit dem Vorbereitetsein, was vorbereitet auf was. Okay, was machst du jetzt? Schmeißt dein Auto jetzt raus? Oder haltst dein Lenkrad fest und fahrst da voll drauf auf. Also fahre ich voll drauf aus, das Auto vor mir. Mein Auto war gar nicht so sehr kaputt. Das Auto fliegt dann über auf die Böschung. Kann ich sicher ja dann so, wie fahre weiter 200 Meter, bis das Auto zum Schalten kommt mit seinem kaputten Ding hier. Steige aus, gehe zurück, stehen drei Leute oder vier Leute auf der Straße. Und ja, klar, ist euch was passiert? Ja, wir wissen gar nicht, was passiert ist. Wir liegen plötzlich hier im Graben drin. Jetzt waren die voll trunken. Da kommt die Polizei, klar, jetzt, die wissen nicht, wo sie sind. Die sind voll betrunken hier. Und das war wahrscheinlich deren Glück, dass ihnen nichts passiert ist, weil denen war wirklich nichts passiert und das Auto ist weggeflogen. Also, das gibt's nicht. Auto war kaputt. Auto war gut. Ja. Das nächste Mal, das ist natürlich auch so eine nette Geschichte. Ich fahre mit dem Elfer auch nachts in Ausfahrt und da kommt ein LKW in der Einfahrt rein, bleibt aber nicht hinter dem LKW, sondern fährt sofort auf die Überholspur rüber und macht mir den Laden zu. Ich konnte auch nicht bremsen. Ich mache natürlich das, was man richtigweise macht. Ich bremse ein bisschen natürlich, lenke dann voll auf die Standspur, komme auf die Standspur, aber das Auto macht auf der Standspur, fährt es natürlich rum, dreht sich um 180 Grad. Ich gucke den LKW-Fahrer in die Augen, prallt dort gegen die Leitplanke, dreht sich nochmal um 180 Grad und fahre wieder geradeaus weiter. Das Auto war natürlich kaputt. Ja, ja, klar. So, LKW-Fahrer halten natürlich auch an. So. Mir ist nichts passiert, alles wunderbar. Dann habe ich natürlich gesagt, meine Leute, mein Fahrdynamiker, war das jetzt ein Fehler von mir? Konnte man das Auto bei der Geschwindigkeit, bei 200, was das vielleicht noch hatte, einen zweifachen Spurwechsel machen und vorbeikommen? Dann sind wir damit nach Malmsheim gegangen. Nach Malmsheim auf den Flugplatz und habe ich meine Profifahrer gesagt, so, ihr fahrt jetzt. Keiner konnte das Auto, den doppelten Spur, alle sind rüber und haben sich gedreht. Ich gesagt, okay, jetzt macht mir eine Achse, jetzt sind wir beim Thema. Macht mir eine Achse, die das kann, die, mit der man das machen kann. Und das ist die 993 Achse. Das ist dann für den 993 geworden und dann wurde die sogar aktiv. Wir haben für den 993 eine aktive Hinterradlenkung gemacht. Für den? Für den. Ah, nee. Für den. Eine aktive Hinterradlenkung, wo der Vertrieb mit dem Halbach, der damals Vertriebschef war, gesagt hat, das brauchen wir nicht, weil so wie du fährt sowieso keiner. Das haben sie auch zu Walter Röhrl immer gesagt. Ja, aber die Hinterachse als solche, ohne das mit der passiven Lenkung, die ist nach wie vor da drin und die kann das. Und so ist das entstanden. Also die Hinterachse, die ist so entstanden, weil ich
das so überlebt habe und da 360-Grad-Drehung auf der Autobahn gemacht habe, auf drei Spuren. Also das war schon eine Geschichte und das war, ich meine, im Prinzip ist schon ein Erlebnis aus dem Ganzen und dass man eben das Thema lösen kann. Klar, werbemäßig konnte ich das nicht ausmachen, aber die lenkbare Hinterachse oder die aktive oder die passiv lenkbare Hinterachse, das war schon ein Thema. Und die an dem 993 ist super cool. Mhm. Und heute tun sie das ja. Heute haben sie ja auch eine aktive Lenkung. Allradlenkung heißt es ja. Ja, beeindruckend. Also das habe ich damals gemacht. So, also das war so von den Erlebnissen, wo da was passiert ist. Naja, und dann der erste war, wo ich Diplomarbeit gemacht habe. Dann war der 911 hier, dann war der 928. Ja, und ich meine, die Autos, die ich dann rausgeschmissen habe bei den Wintererprobungen, die zählen nicht, dass der geht, die sind auch nicht meistens nicht kaputt gegangen. Zum Beispiel nach Alaska auf dem McKinsey River, der ist zugefroren, gibt's Eisraut und die ist bei minus 40 Grad, ist das ja wie Asphalt, das ist ja griffig, kannst wirklich mit 200 fahren, aber es gibt dann immer wieder mal Stellen, da kommt blankes Eis, da ist das einfach glatt gefahren und außen sind die Schneewächten, wo das weggefahren ist. Und dann gehst du halt, wenn du das Auto rausschmeißt, dann gehst du da rein, Schnee, der Schnee geht hinter dir zu und du verschwindest da drin. Passiert im Auto nichts. Ja. Muss dir jemand gesehen haben, wo du da rein bist, dass sie dich wieder rausziehen können. oder in Schweden haben wir auch bei der Wintererprobung dann Strecken gehabt, wo man einfach die Systeme ausprobiert hat, so 5 Kilometer Landstraße durch den Wald durch, abgesperrt, wo man gefahren ist, wo du natürlich auch schon mal Auto rauslegen kannst. Aber ich bin zum Beispiel, solange ich als Entwicklungschef da war, wenn ich in Weissach war, ich bin jeden Tag vor dem Mittagessen, bin ich 3 Runden Weissach-Kurs gefahren. Und habe natürlich dann immer von meinen Werkern, Verantwortlichen, jeden Tag ein anderes Auto gekriegt. Also andere Reifen, andere andere Getriebe, andere Abstimmungen. Und ich habe immer die Zeit genommen, eine Einführungsrunde, eine schnelle Runde und eine Auslaufrunde. Mhm. Und damit konnte ich eigentlich relativ gut beurteilen, wie gut das Auto war, wie gut die Reifen waren, wie gut das war, was die da gemacht haben. Da habe ich eine ganz schöne Liste gehabt. Jeden Tag habe ich das aufgeschrieben, da drin war. Da habe ich natürlich schon auch was gelernt. Ne? Weil wenn du, dann konnte ich das Auto, das war für mich bei Aston Martin dann, die ja völlig anders zum Fahren sind, ein Riesenproblem am Anfang, die Aston Martins zu fahren, wie ein Aston Martin zu fahren gehört und die nicht zu fahren, wie ein Elfer zum Fahren gehört. Also insofern habe ich da schon ziemlich viel eigentlich gelernt. Ja, wirklich ganz, ganz beeindruckend. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage, wenn Sie Lust haben. Letzte Frage ist? Die letzten 50 Liter, also wenn der Club of Rome recht gehabt hätte und das Erdöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Also wenn ich die 50 Liter kriege, und wenn ich jetzt die Strecke, wenn ich jetzt also mal Familie außer Acht lasse, dann würde ich jetzt glatt meine Rose nehmen und mit der Rose auf den Nürburgring fahren, bis Benzin ausgeht. Das ist der Ehrenwagen? Das ist die gelbe. Ja, okay. Ist der gelbe dahin. Okay. Ja. Also, wunderbar. Herr Dr. Betz, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Und das war auch schon die Doppelfolge mit Dr. Ulrich Betz. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit, schönen Urlaub, falls ihr in den Ferien seid und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.